Ja, huhu, ihr wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Through the Breach in der schönen Welt von Malifaux. Spielen wir heute weiter eine neue Runde, bis dass der Tod uns scheidet. Dritte Runde schon. Und anders als im Intro angekündigt, spielt heute nicht der Chosen Pariah mit, sondern Feramin spielt mit als Verity Noble. Jetzt hast du erst Ton. Jetzt darfst du nochmal Hallo sagen. Hallo. Ja, und der Kakko spielt auch mit als Russell McGregor. Wunderschönen guten Abend. Und der Arai Gumar spielt mit als Abraham Winston. Hallo zusammen. Last but not least, Lilio als Josephine Wheeler. Hallöchen. Das sind unsere Fated, die beim letzten Mal eine, wenn nicht sogar die, WG in Malifaux gegründet haben. Aber den Rest erzählen sie euch selber. Irgendwie zusammen haben sie beschlossen. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, irgendwie zusammen. Ja, wir haben ja, genau, wir haben uns quasi, wir drei, Helio, Kako und ich, sind ja quasi vom Zug gesprungen und dann nach Malifaux gezogen. Und dann haben wir uns erstmal eine WG gesucht bei unserer liebenswerten Vermieterin, Verity Noble. Und nachdem wir uns so langsam häuslich eingerichtet haben, stand dann auf einmal jemand vor der Tür, die liebe Sarah, die offensichtlich mittlerweile untot war. Und wir dachten uns, wir wollen mal lieber rausfinden, warum. Das ist ja jetzt nicht so ganz normal. Genau, und was wir von der Sarah Burrows erfahren haben, ist, dass sie eigentlich verlobt war, beziehungsweise das Letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie mit ihrem Verlobten einen schönen Spaziergang gemacht hat. Und mittlerweile hat sie aber erfahren, dass nachdem sie gestorben ist, seltsamerweise ihr Verlobter mit ihrer früheren Hausherrin, bei der sie als Dienstmädchen angestellt war, dass die jetzt verlobt sind und in 2 Tagen heiraten. Ich glaube, es waren 2 Tage, richtig. Genau, und sie hat uns deswegen gebeten, irgendwie herauszufinden, wie und warum sie gestorben ist, weil sie halt jetzt selber als Untote durch die Stadt streift. Genau. Ich möchte nochmal kurz vornherein erwähnen, dass der gute Russell das eigentlich nicht wollte. Er wollte sich eher nicht aus dem ganzen Ärger raushalten. Das jetzt mal beiseite geschoben. Nebenbei haben uns die gute Sarah noch mitgeteilt, dass, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, dass sie mit ihrem Mann ein Geschäft aufbauen wollten. Das war, glaube ich, ein Schuhputzgeschäft oder so. Ja, und haben dafür sogar eine extra Maschine entwickelt, ja? Der Mann hatte ein Patent quasi, ja? Eine Maschine erfunden, hatte, die Schuhe putzt, ja. Auf die Schuhputzmaschine und diese Lady, bei der sie war, Lady Butters, ich weiß es nicht mehr. Die hat ihn direkt erstmal auf jeden Fall schon mal 5 Stunden gesponsert. Und im Zuge dieser Aufklärung hat die gute Sarah uns dann zu der Stelle gebracht, wo ihre Erinnerungen, ab dem Zeitpunkt, wo ihre Erinnerungen verloren gegangen sind. Das war in einem Park. Ja, das war so eine Flanierstraße, so an einem Fluss entlang, ja. Okay, und ja, hat uns, wie gesagt, zu dieser Stelle geführt. Wir haben dann die Gegend so ein bisschen untersucht und haben auch mit einem ziemlich guten Wurf, sagen wir mal. Wir werfen ja nicht, sondern mit einem guten Zug, einem guten Flip, ja genau, haben wir Blutspuren gefunden, die einigermaßen bei den Pferden in einem Gebüsch waren, meine ich. Aber es hat auch die gute Josephine gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Genau. Mehr weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die Spuren weiterhin noch in die Kanalisation geführt. Oder zumindest wurden wir dann da hingebracht. Haben uns dann aber erstmal dagegen entschieden und sind dann erst später zu dem Haus gegangen, wo Sarah aufgewacht ist. Ja, und in diesem Häuschen hat der Blick in diverse über dem Straßenniveau angebrachten Fenster ergeben, dass auf den ersten Blick eine altmodische Wohnstube mit schönen Polstermöbeln und so. Dann haben wir noch eine Küche gefunden, oder Josephine mit der Hilfe von Abe hat noch eine Küche gefunden,
Und was uns auch noch aufgefallen ist, dass eins von diesen Fenstern mit Brettern vernagelt ist, zum Garten hin, was damit übereinstimmt, dass Sarah durch ein Fenster und durch den Garten geflüchtet ist. Dann war natürlich klar, dass es lohnenswert wäre, da reinzuschauen. Allerdings hätte man die Planken nicht ohne Krach entfernen können und deshalb hat sich die Gruppe aufgetrennt. Josephine und Abe haben sich hintenrum an das Haus rangemacht, während wir vorne eine kleine Szene gespielt haben, Rustin und ich. Dadurch bin ich dann im Endeffekt auch ins Haus gelangt zu Peter Cornelius, der ein bärtiger, älterer Mann ist, ein bisschen verschroben. Und die anderen beiden, oder Josephine ist in den Keller rein und hat dort verschiedene Spuren gefunden. Also sieht alles nach irgendwie einem Sezierbereich aus. Haufenweise abgetrennte Körperteile, eingelegte Körperteile, Flakons mit seltsamen Flüssigkeiten drin und ein Buch. Drain Life. Und zusätzlich ein Visitenkärtchen, was auf einen gewissen Mr. Na, Snatch und Mr. Grab, die ihres Zeichens Resurrectionist sind, hindeutet. Und nachdem die dann den Keller wieder verlassen haben, haben wir uns erstmal auf den Heimweg gemacht, um die Schätze, die da geborgen worden sind, näher in Augenschein zu nehmen. Genau, und im Endeffekt sind wir dann dabei verblieben, dass wir Mr. Snatch und Mr. Grabs einen Besuch abstatten wollen. Weil die sich in einem Etablissement, wie hieß das nochmal? Turnkey befinden. Beziehungsweise waren deren Kontaktdaten hinten auf dem Flyer vom Turnkey drauf. Halt die Frage, ob wir Mr. Snatch und Mr. Grabs um diese Uhrzeit finden. Haben hier zufälligerweise auch ein Datum auf dem Kontaktinformationsblättchen? Oder eine Uhrzeit, wo sie sich eventuell getroffen haben? Oder war das wirklich nur Visitenkarte? Das war nur eine Visitenkarte, ja. Okay. Ich war schon wieder gemutet eben, sorry. Ich habe nichts weiter gesagt, außer wann das Ding geöffnet hat. Okay. Wie viel Uhr haben wir es denn gerade? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Wie lange wollt ihr euch ausruhen? Ich meine, ihr wart ja ziemlich bis spät in den Abend unterwegs. Ich glaube, wir sind auch erst nach Mitternacht. Ich glaube, es war sogar schon irgendwie 2 Uhr morgens. Mhm. 2 Uhr morgens, irgendwie sowas, naja, als wir zurückgekommen sind. Also ich sag mal so, Udo Russell hätte damit kein Problem für aufzustehen. Als Koch hast du immer so bescheidene Arbeitszeiten. Deswegen, ich bräuchte jetzt nicht viel Schlaf. Er würde sich auch jetzt nicht viel Schlaf nehmen. Mhm. Dann steht Russell zumindest schon mal früh auf und macht vielleicht für die anderen Frühstück oder so. Genau, richtig. Mit der üblichen Motivation und der und dem Flachmann an der Hand, aber ja, wird dann Frühstück machen. Ja.
Ihr müsst ja, also um die in dieses Etablissement zu kommen, auf jeden Fall auch wieder die Zone wechseln. Ihr seid ja untergekommen in den Central Slums. Und in der Southern New Construction Zone ist ja die Taverne. Übrigens ganz in der Nähe von dem Punkt, wo die arme Frau, wo ihr Leben verloren hat. Wir hatten ja noch überlegt, bei dieser Lady Bathurst mal vorbeizuschauen. Mhm. Oder quasi uns arbeitssuchend dort vorzustellen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein guter Moment für heute. Dass wir das zuerst mal machen? Mhm, ja. Ja. Das können wir in der Tat einschieben. Wollen wir da 4 Mann hoch auflaufen oder uns irgendwie aufteilen? Ich würde sagen, dass wir da vielleicht nicht zu viert vor der Tür stehen sollten, aber ich denke, keine Ahnung, wenn wir eventuell zu zweit hingehen würden oder sowas, der Rest erstmal wartet. Weil alleine würde ich ungern hingehen. Er ist doch ein bisschen fishy. Ich würde auch sagen, wir gehen schon alle hin, aber vielleicht nicht alle auf einmal, sondern wir kommen so, habt ihr Arbeit? Und so peu à peu tun wir ein. Wir haben gehört, kommt Hochzeit. Wir wollen arbeiten. Habt ihr vielleicht einen Tag Arbeit für uns? Der kann kochen. Ich kann nähen. Ich kann Sachen tragen. Ich kann groß sein und böse aussehen. Meistens. So, wieder ordentlich. Liegt ganz an euch, wie ihr das jetzt organisiert. Ja, dann lass das so machen, wie der Große hier gesagt hat. Wir gehen zu zweit da rein. Das ist halt nur die Frage, also... gehen wir jetzt zwei rein oder gehen jetzt alle rein? Alle. Alle. Ich meine, ich glaube, sonst gibt es halt nicht viel zu tun, so. Wir können in die Kanalisation gehen und versuchen da irgendwas, aber unser aktuell intensivster Lead ist eigentlich die gute Lady Bathurst, zumindest bis wir mehr über Mr. Snatch und Mr. Grab erfahren können. Vielleicht kehren wir dann einfach mal so zum Mittagessen in diesem Lokal ein, in dieser Taverne. Ja. Das hört sich nach einer Idee an, ja. Stellen mal ein paar höfliche Fragen. Wir könnten ja zu viert in Richtung von dem Haus laufen und uns das anschauen, also wie da überhaupt Eingangsbereich und ähnliches ist, und dass dann zwei erstmal vorgehen und die anderen zwei gucken mal, was passiert, ob die direkt an der Tür wieder abgewiesen werden oder ob es heißt, ja, kommt rein, und dann entscheiden, ob sie dann mit ein bisschen Wartezeit auch noch kommen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, können wir so machen. Also dann werdet ihr vormittags jetzt zum Anwesen der Bathursts gehen. Genau. Und wer von euch möchte denn nach einem Job fragen? Ja, ich wäre dabei. Ich. Ja. Ich meine, ich würde es auch machen, aber... Alle wollen einen Job. Ich habe das Gefühl, ich bin noch am unqualifiziertesten dafür. Also... Qualifikation bringe ich ja nochmal mit. Sollen wir zwei dann zusammen losziehen? Können wir machen, ja. Gut, dann gehen wir vor. Schmiert er nochmal so seine Haare nach hinten. Schön. Sehr schön. Ich mag dieses mentale Bild. Ja. Gut, dann geht ihr zum Anwesen der Bathursts hinüber. Was macht ihr inzwischen mit der armen Sarah? Die soll bei euch zu Hause bleiben, oder was macht ihr? Ich glaube, das ist sagen. Die beste Idee, sie erstmal... Sich nützlich machen, putzen. Hat sie ja gelernt. Mal kochen mache ich. Ja, ich. Ja. Richtig. Es ist vielleicht nicht so die geilste Idee, weil ich glaube, sie war ja schon mal dort nach ihrem in ihrem neuen Unleben. Und ja, genau. Gut, wenn sie wieder auftaucht.
Und vielleicht ruft es auch in ihr irgendwie unangenehme Erinnerungen hervor, also sie soll lieber bei uns im Haus bleiben und wir holen sie dann. Oder wir kommen nochmal vorbei, bevor wir in Turnkey gehen. Das finde ich eine gute Idee. Okay. Ja, wenn ihr an dem Haus ankommt, seht ihr, dass da wirklich auch reges Treiben herrscht. Zumindest kann man das von außen erkennen. Das ist halt ein ordentliches Anwesen mit einer hohen Hecke umgeben und teilweise auch mit Mauern versehen. Ein großes bronzenes Tor, das so den Weg von dem Grundstück des Hauses abtrennt. Man sieht irgendwie auf dem, das ist so ein kleiner Kiesweg, der irgendwie so einen kleinen Hügel hochführt, auf dem das Anwesen steht. Sehr, also ein relativ großes Haus. Man stelle sich so eine Art Menschen vor. Und im Garten verteilt stehen auch diese so ganz kitschige, wie nennt man die, so Buschfiguren, so. Also aus Büschen geschnittene Entchen und Gott. Genau. Und hin und wieder kann man sogar einen Gartenzwerg erkennen, vielleicht. Gartenzwerg, direkt alle kaputt. Gruselig. Ich habe selten so was Hässliches gesehen. Wobei, so wie ich Malifaux bisher kennengelernt habe, diese Gartenzwerge, das sind echte Zwerge, wetten. Wer weiß? Nachts sind sie echt. Genau. Wehrzwerge, die machen immer nur nachts. Wehrzwerge. Verkleidete Witchling-Stalker. Ein etwas untersetzter Mann mit einer, mit einer Lederschürze und einer großen Gießkanne läuft irgendwie durch den Garten und versucht, die einzelnen kleinen Blumenfelder irgendwie zu ein bisschen Wasser zu versehen. Und ansonsten baut man wohl im hinteren Bereich des Geländes, das kann man so ein bisschen sehen, so Pavillons auf. Relativ viele Leute, die hier so auf dem Gelände unterwegs sind. Ja, und vor dem eisernen Tor bleibt er erstmal stehen und oder wollt ihr direkt da durch, gucken, ob es offen ist. Ich würde sagen, vielleicht einfach irgendwen, der halbwegs offiziell aussieht, fragen, ob man sich irgendwo vorstellen könnte. Ja. Neben dem Tor sitzt auf dem Boden ein Typ mit einem großen Sombrero auf dem Kopf und in einem Poncho gekleidet. Hat so einen kleinen Teller vor sich stehen. Als er an ihm vorbeigeht, macht er kurz so. Ja, dann kriegt er doch da 2 Münzen in seinen Teller, komm. Oh, danke schön. 2 Münzen nur. Ja, ich hab nicht mehr. Weißt du zufällig, ob die hier noch Arbeiter suchen? Arbeit? Ja. Guckst du hinter sich? Meinst du, ich würde hier sitzen, wenn es da drin Arbeit gäbe? Es gibt ja auch Leute, die nicht... Ich setze euch jetzt nicht hier neben mich. Das ist mein Revier hier. Ja, schon gut. Probieren wir eben, ob das Tor offen ist, oder? In den letzten Worten hat er so kurz seinen Poncho so zur Seite geschoben, hat so einen kleinen Revolver so im Gürtel gehabt. Gut. Ich soll gemeint haben. Ich glaube, ich setze mich gleich auf den drauf. Ja, der ist in der Tat nicht besonders groß. Das würde Abraham auf jeden Fall schaffen. Während die anderen sich dann schon vielleicht versuchen, irgendwie reinzubegeben, würde ich nochmal auch zu dem Typen, der da sitzt, sprechen und ihn... wie lange sitzt du eigentlich hier schon? Schaust du nach oben? Wenn ich mir eine Uhr leisten könnte, hätte ich das nachgeguckt. Ich meine Tage, nicht Stunden. Oder bist du erst seit heute hier? Ich war schon seit letzter Woche hier. Das ist mein Revier hier. Das ist vollkommen okay, aber ich kann mir vorstellen, dass du dann auch weißt, wer hier so ein- und ausgeht.
Vielleicht. Gib ihm eine Münze. Mehr gibt's nur, wenn ich Infos kriege. Keine Ahnung. Steck die Münze weg. Gut, ein Versuch was wert. Dann willst du wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. Sage ich und gehe dann zu Abe und. Ist ja nicht so, dass wir nicht noch mehr Münzen hätten. Aber. Ist das so? Ich klimper mit dem Geldbeutel. Und wie viele von diesen Münzen schaffen es auf merkwürdig mysteriöse Weise in diese Hand? Kommt das kommt Informationen an. Naja, Informationen sind scheue Wesen. Geldmünzen. Das Klimpern von Geldmünzen, das lockt sie manchmal. Aber nur wenn sie in diese Hand fallen. Ich zähle 5 Münzen ab und kurz bevor ich sie mir in die Hand gebe, halte ich nochmal kurz inne und sage, wenn Informationen kommen, könnte sich das nochmal verdoppeln und gebe sie ihm. Da beißt du auf eines von den Münzen so drauf. Das ist genug für Kautabak. Sehr gut. Gut. Also, was wollt ihr wissen? Wer hier so regelmäßig, ob hier bekannte Persönlichkeiten regelmäßig ein- und ausgehen und wie sieht's aus mit Gildenangehörigen? Oh, Gildenangehörige, solche seid ihr, hä? Gildenangehörige. Ja, so ein paar Uniformträger sind hier hin und wieder rein und rausgelaufen. Die Bothurst küssen ja auch den Arsch der Gilde, würde ich gehört. Ja, wir haben auch gehört, dass es da ein paar Beziehungen geben könnte. Aber was ist denn jetzt eine bekannte Person für euch? Also, der Governor war hier noch nicht, wenn ihr das wollt. Ranghohe Gildenoffiziere? Schon? Der ein oder andere? Aber ich weiß deren Namen nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich weiß um die Rangabzeichen. Ja, die sind ja auch schwer zu übersehen. Genau. Ich glaube, der Vater von Lady Bothurst ist, glaube ich, in der Gilde. Vielleicht waren das Freunde von ihm. Und weißt du auch was über ihren Verlobten? Wir haben gehört, dass diese Hochzeit ja sehr kurzfristig irgendwie organisiert wird. Entweder ist der Kerl ziemlich arm dran oder er ist total strunzendoof. Lady Bothurst hat Haare auf den Zähnen, wenn ihr mich fragt. Das heißt? Die ist pottenhässlich, Mann! Außerdem kommt die hier dreimal am Tag raus und gibt mir nie Münzen. Komisch. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Weißt du, wohin die geht? Die Straße runter. Ist dieses... Jetzt nicht so, als ob ich jetzt groß ihr nachlaufen müsste. Verstehe ich, wenn sie so gut aussieht. Obwohl, sie hat Geld. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sieht ihr Verlobter denn glücklich aus? Jetzt, wo du es sagst? Schon? Irgendwie? Wahrscheinlich wegen dem Geld. Ich habe gehört, der hatte mal eine andere Verlobte.
Ach, ist das so? Ja, ein Dienstmädchen, das hier gearbeitet hat. Hatten wir nicht alle schon mal eine andere verlobt? Also ich persönlich nicht, nein. Also wenn das hier dein Revier ist, kennst du dann vielleicht Sarah? Willst du einen haben, Schätzchen? Nein, kein Interesse. War ein Versuch wert. Ich hab Münzen. Genau. Davon habe ich tatsächlich auch ein paar. Genau, die Frage ist, kennst du Sarah und dann vielleicht mal beschreiben, so wie sie etwa aussieht, wenn sie vielleicht nicht untot ist, nicht? Noch nie gesehen. Das war die ehemalige Verlobte, die auf seltsame Art und Weise ums Leben gekommen ist, scheinbar. Aha. Könntest du dir vorstellen, dass hier jemand einen Mord begehen würde oder beauftragen würde? Das ist gegen das Gesetz, Miss. Ja, das genau. Habe ich nicht gefragt. Man bringt doch keine Leute um. Es außer halt sie schon. Sie geben einem nicht genug Geld. Streichelt so über seinen Revolver. Ich hab den Hammer immer noch dabei, ne? Und ich stehe auch so in ungefähr Armreichweite von den Typen. Ja, der sitzt halt immer noch auf dem Boden. Junge! Was? Hör auf, mit diesem Spielzeugrevolver rumzufuchteln. Spielzeugrevolver! Die alte Jenny hat schon so manchen das Fürchten gelehrt. Ich zittere vor. Ich gehe weg, sonst hau ich den nachher noch. Die Frau macht's richtig, sie zittert vor Angst. Aber keine Sorge. Ups. Ups. Macht nix. Welche Frau zittert vor Angst? Sie nicht. Ich anscheinend. Aber sie wollte ja noch nicht mal vermünzen. Hat ja nein gesagt. So. Was wollt ihr noch was wissen? Ich hab jetzt ja schon ziemlich lange mit euch gesprochen und ich glaube, da hinten ist noch jemand, der Geld hat. Noch jemand schon mal, Idee? Obwohl schon der da, der Große, da kann ruhig hier stehen bleiben. Du wirst einen guten Schatten. Pass auf, Junge, ich werde vielleicht noch andere Sachen. Du musst einfach ganz demonstrativ auf die andere Seite von ihm stellen. Ah nein, mir fällt auch nichts mehr ein. Nee. Ich denke, wir sollten mal am Tor klopfen und uns jemanden bringen lassen, der Ahnung hat. Hey, Schneckchen! Ich habe noch einen Umsonst-Tipp. Oho. Ja. Wenn ihr hier abends unterwegs seid, ne? Passt auf die Death Marshal auf, die hier rumstrome. Hier stromen Death Marshals rum? Ich hab nichts gesagt. Ich hab mit der Frau gesprochen. Gut zu wissen. Du kannst hier ruhig abends rumlaufen. Großer. Bin ich untot, also habe ich kein Problem mit denen, glaube ich, oder verstehe ich das falsch? Nee. Mhm. Mach, was Rutsch du möchtest. Dann.
Ich bin diesem Kollegen nicht freundlich zugetan. Ach. Ich mag den nicht. So auf eine ganz subtile, emotionale Art und Weise. Der kommt mir irgendwie komisch vor. Ich würde sagen, wir machen ihn einfach für alles verantwortlich. Echt? Der Typ mit dem Sombrero? Sure. Naja, ich gebe ihm trotzdem noch das versprochene Geld. Nicht, dass er noch auf seltsame Ideen kommt. Danke, danke, Lady. Reiche Frau. Wenn du so weitermachst, will er noch mal... ich zeige ihm das Messer, was ich dabei habe. Nach dem Motto, komm nicht auf dumme Ideen. Hey, ruhig. Tja. Gut, kommt dann. Dann gucken wir mal, ob das Tor offen ist, oder? Mhm. Oder gibt es eine Klingel oder sowas? Nee, Klingel gibt es nicht, aber das Tor ist tatsächlich offen. Und geht quietschend auf und ihr könnt in diesen Kiesweg halt nach oben laufen. Der sich schon extrem von der Straße abhebt, weil es einfach, sobald ihr halt auf das Grundstück tretet, ihr irgendwie das Gefühl habt, dass es irgendwie ein bisschen gehobener hier ist. Also es ist zum... ja, solche Häuser sieht man eigentlich sonst eher so in der... in Downtown. Also es ist wohl... ja... eine sehr reiche Familie, die hier in einer hier wohnt. In welcher Zone sind wir denn hier nochmal gerade? Auch in der New Construction Zone? Oder? In der Industrial Zone. Industrial, okay. Gut, teilen wir uns hier jetzt auf, ja? Ja, dachte ich jetzt. Okay. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Viel Erfolg. Dankeschön. Den werden wir wohl brauchen. Russell beginnt sich so, seine Kleidung sich so zurechtzuziehen, alles ordentlich zuzuknöpfen, Ärmel ordentlich zu machen und so. Und wie gesagt, seine Frisur. Er holt sogar aus seiner Jackentasche, hat er so einen kleinen, ekelhaften Kamm, den er so seine Haare nach hinten zieht. Die dann hinten auch nochmal so ein bisschen festdrückt, dass die auch so bleiben. Und dann, so. Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Und pack den dann wieder weg. Vielleicht sollst du den Kammer waschen. Weil das perfekt das Fette direkt mit. Ja. Aber egal. Halt okay. Der schmierige Schleimer. Wir machen mal gerade eine halbe Stunde Pause, ich muss duschen. Ja. Gut, könnt ihr den Weg hochgehen, irgendwie zum Herrenhaus hoch und könnt an dem Haupttor irgendwo klingeln, weil, also es hält euch keiner auf. Oder klopfen, besser gesagt, weil klingeln gibt's nicht. Dann würde ich mal vortreten und klopfen. Dann geht die Tür auf und ein Mann mit einem Wrack ist oben hin zugeknöpft. Sehr fein und ja, einen kurzen Bürstenschnitt. Und einem so eine Dienstmütze irgendwie auf dem Kopf öffnet die Tür. Der Herr. Ja, dann würde ich entschuldigt, diese Treppe, wo ich mir sofort zurücktreten kann. Einen wunderschönen, ist es Tag, ne? Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ich würde so ein bisschen. Guten ein bisschen, Morgen. Wie kann ich guten euch helfen? Nun, wir haben beobachtet, dass in Ihrem Garten bereits geschäftiges Treiben herrscht. Wir haben gehört, dass bald eine Hochzeit ansteht. Ah, wunderbar. Drum wollten wir fragen, ob Sie möglicherweise noch Hilfe in der Küche benötigen würden. Mein Name ist Russell McGregor. Ich bin gelernter Koch und ich dachte, vielleicht haben Sie noch etwas Arbeit für mich. Und für meine Freundin hier. Ist sie auch Koch? Hausmädchen. Aber ich kann auch in der Küche aushelfen. Allerdings. Schaut euch so abschätzend an. Also, unser Dienstpersonal ist völlig ausgelastet. Es tut mir fürchterlich leid, aber ich kann euch keinen... Völlig ausgelastet bedeutet doch eigentlich, dass sie schon nicht mehr machen können, dass ihr eher noch helfende Hände braucht.
Ja, das ist nicht der Fall. Mehr als drei Köche sollten nicht gebraucht werden und Dienstmädchen haben wir an jeder Hand bestimmt fünf. Er kommt eine Woche zu spät für diese Arbeit. Nun, das ist allerdings sehr bedauerlich, muss ich sagen. Ich kann euch gerne an die an eine andere Familie weiterschicken. Die haben bestimmt noch Bedarf an billigem Dienstpersonal. Billig? Schau dir so ein bisschen. Billig. Frechheit. Hast du das gehört? Schau dir noch. Billig. Wenn der Mann Qualität nicht erkennen kann, dann gehen wir lieber woanders hin. Ich sehe schon, ihr wärt keine gute Ergänzung für unser Team gewesen. Keine gute Ergänzung. Und ich drehe mich richtig begierig um. Da habe ich 10 Jahre in diesem Scheiß schon gearbeitet. Jetzt habe ich mir extra meine Haare gekämmt. Ja. Komm, Russell, das müssen wir uns nicht bieten lassen. Allerdings nicht, komm. Ich wünsche noch einen hervorragenden, sonnigen und angenehmen Tag. Ja, steckst du dahin, wo die Sonne nicht hinscheint. Schließt die Tür hinter euch ganz leise. Sehe ich noch, also da war ja noch irgendwo dieser Gärtner, ne? Mhm. Sir, da hinten, die Stelle, da müsst ihr dringend nochmal dran. Da seht ihr das da vorne links. Ja. Oh ja. Bei der Ente. Genau. Oh ja, die Ente, die frisst immer besonders viel, ja. Ja, genau. Hat er das gerade wirklich gesagt? Ja. Ich glaube, die spinnen hier ein bisschen. Nein, die spinnen hier überhaupt. Hast du mal gehört? Ich meine, wer spricht denn heutzutage noch so? Ja, gehst du so, wirklich wie der Gärtner mit der Gießkanne zu der Ente geht, irgendwie die Ente mit dem Wasser übergießt und dann so ein bisschen so streichelnd über den Kopf gießt. Okay, ich glaube. Ich würde die andere Seite noch streicheln. Nein, das mag sie nicht. Das mag sie nicht, ja. Tut mir leid. Meine mag das immer so gerne. Dann tut mir leid. Arschloch. Und dann gehe ich total pikiert. Was haben die denn für Probleme? Also. So flach mal rausnehmen, Schluck nehmen. Okay. Falls wir da doch noch irgendwie in Lot und Brot kommen wollen, hätte ich eine Idee, wie wir das anstellen können, dass dem Dienstpersonal ausfällt kurzfristig. Das klingt gut, das klingt eher so nach meiner Arbeit. Also, aber dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal reinkommen, oder? Draußen springen doch lauter Leute bei den Pavillons um. Das stimmt, und denen eine Erfrischung bringen, mit Grüßen von der Herrin und einem Dankeschön für ihre Arbeit. Das ist bestimmt suspekt. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht so, als gäbe es ein Dankeschön für die Arbeit. Aber doch, der findet sich schon im Moment. Aber wir sind doch alle ein Team, hallo? Genau. Als TM. Ich bin mir sicher, ich finde in meinem Braukasten noch ein paar Kräuter, die sich dafür sehr gut eignen würden. So ein bisschen Durchfall. Genau. Ist für Küchenpersonal immer sehr praktisch. Ja, auch für die ganzen Leute, die Getränke rumtragen müssen und so. Ja. Wäre das ein Jammer? Aber da hätten wir ja noch ein bisschen, wir haben, die Hochzeit ist morgen, oder? Mhm. Es waren 2 Tage, also ist die Hochzeit morgen. Sollen wir dann einfach jetzt mal zum Turnkey gehen und schauen, was wir dort erreichen können und dann nochmal neu koordinieren? Ja. Ich glaube schon. Ich will auch ungern hier bleiben. Schau so, findest du auch was angeht. Ja. Voll sonnig und schön gestrichen, so voll finster hier. Ja.
dann müsst ihr nochmal die Zone wieder wechseln und rübergehen in die Southern, wie heißt das? Southern New Construction Zone. Und ja, kommt an dieser Taverne an. Das Turnkey ist auch, also die Straße, in der das Turnkey ist, sieht nicht sonderlich ansprechend aus. Eher so eine Arbeiterviertel, so, wo man irgendwie schon sieht, dass hart gearbeitet wird, so. Aber das Turnkey selber scheint sich da nicht richtig reinpassen zu wollen. Es ist wohl etwas, ja, entweder ist es neu, das Etablissement, oder es ist halt gut gepflegt. Auf jeden Fall sieht man auch mehrere Business-Leute irgendwie hier ein- und ausgehen. Also Leute, die etwas, also auf der Straße sieht man viele, wie gesagt, viele Arbeiter. Und die Leute, die mit edlen Klamotten da ein- und auslaufen, fallen hier schon ein bisschen auf. Man riecht auf der Straße schon ein bisschen den Tabakgeruch, der in der Luft liegt vor dem Gebäude. Sieht so aus, als würde dieses Etablissement Geld anziehen. Der nächste Typ, der so nicht piekfein gekleidet ist, sondern so normal, den tippe ich so mal ganz kurz an. Entschuldige, was ist denn das für ein Laden? Das ist das Turnkey. Was sieht denn das so piekfein aus? Weil die piekfeinen Herren rein und rausgehen. Gibt's das schon lange? Sieht ja aus wie neu. Seit ich denken kann, gibt's das hier. Gut, wir sind neu hier, deswegen sind wir uns gerade erst so ein bisschen am einfinden. Würdest du das Turnkey denn empfehlen? War da noch nie drin. Kann ich mir nie leisten. So teuer? Also doch etwas gehobener. Na dann. Danke dir. Wisst ihr, was mir gerade noch eingefallen ist? Vielleicht sollte Russell nicht sofort mit reinkommen, weil wenn unser oder mein neuer Bekannter von letzter Nacht da ist und uns beide dann auf einmal so als gute Freunde reinspazieren sieht, ist es vielleicht ungeschickt. Ja, dann hat es wahrscheinlich nicht. Guter Gedanke. Oder du versteckst dich beim Reingehen ein bisschen hinter Abe und bin irgendwo ein bisschen in den Schatten. Na, ich glaube, das fällt auf. Ich glaube auch. Du kommst einfach rein, wenn es Radau gibt. Na, das kann ich gut, ja. Und machst mehr Radau. Das kann ich wiederum noch besser. Notfalls kann ihn ja auch einer von uns holen, wenn wir die Lage abgecheckt haben. Ja, das wäre nett. Wenn du hörst, dass ich Russell schreie, dann meine ich dich. Oh, das ist gut. Ich dachte, wir machen ein Codewort aus. Dann. Wenn wir nicht schreien und du Schussgeräusche hörst, kannst du auch reinkommen. Na, dann ist gut. Gut. Aber man kann da ganz normal rein, da ist nicht irgendwie ein... Ganz normal rein. Es ist also eine typische Salontür. Okay. Und man hört auch irgendwie, wenn du jetzt ein bisschen näher kommst, auch ein Klavier spielen. So die typischen Wild West Klimper Klaviertöne. Ja, aber ich mach auch vor der Tür. Genau. Ja. Genau. Ja, dann bleib mal vor der Tür, ne? Okay. Ich setze mich wahrscheinlich so ein bisschen weiter neben der Tür, so an die Wand und Boden. Mhm. Streck mal die Arme aus. Mein Revier. Ja, sehr gut. Mach das mit. Der Sombrero fehlt. Ja. Stell dir mal, dass der Cornelius nicht da vorbeikommt. Kochmütze hinstellen, Hände ausstrecken, bin Koch, suche Arbeit. Ja. Da komme ich auch noch an so einen komischen Schuppen. Ne, ich mache einfach nur an. Und schau so mitleidswert wie. Aus. Also, die schmierigen Haare nach vorne gekippt und. Okay. Ja. Ja, die anderen. Und hören natürlich. Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, ich höre da natürlich auch genau hin, wenn dann irgendwas passiert. Dann reingehen kann, schnell. Ja. Ja, die anderen gehen, wie gesagt, rein. Es ist in der drin, ihr habt ja das Klavier schon gehört. Es ist allerdings so ein Klavier, was sehr von selbst spielt. Da läuft irgendwie so eine Rolle. Ja? Also es sitzt niemand da und spielt, sondern es ist ein selbstspielendes Klavier. Ja, ein paar Leute sitzen im Eingangsbereich und an einem Tisch und rauchen dicke Zigarren oder pfeifen und scheinen sich zu unterhalten. Auf dem Tisch stehen ein paar Biergläser. Ansonsten ist der Raum relativ leer gefegt, also es scheint noch nicht allzu viel los zu sein. Es gibt eine kleine Bühne, die allerdings leer ist. Und eine Treppe, die nach oben führt, auf so eine Balustrade, wo ihr mehrere Türen auch erkennen könnt. Und ein langgezogener Tresen, unter dem ein Mann steht, der etwas älter ist. Und ja, es sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein lebendes Skelett oder so. An dem so die Haut, also der muss mal unglaublich dick gewesen sein und hat dann wahrscheinlich rapide abgenommen. Also die Haut hängt ihm irgendwie so über seinen Knochen so runter und wenn er den Arm so hebt, hat er so einen Hautsack hier so unten dran und so. Und der ist gerade damit beschäftigt, irgendwie Gläser hinter sich in so ein Regal reinzustellen. Hat der anscheinend gerade alle geputzt und räumt jetzt gerade wieder fein säuberlich in aufgereiht hinter sich auf die Regale. Mr. Cornelius da? Nein. Dann würde ich mal kurz gehen und Russell reinholen. Da sitzt, siehst, wie er draußen sitzt. Ah, schon vorbei? Gut. Schade, nichts bekommen. Steh auf und. Wollte gerade fragen, ob du erfolgreich warst. Nimm meinen Stab wieder mit und dann komme ich rein. Hm. Ist drin irgendwo eine Ecke, wo man gerade Russell hinsetzen könnte, damit er nicht direkt erkannt werden könnte, sollte Cornelius reinkommen? Ach ja, so eine dunkle Ecke wird es da bestimmt geben, ja. Mhm. Irgendwie unter der Treppe oder so. Ja, das ist gut. Ja, da. Neben dem Klavier. Vielleicht. Oh. Okay. Zu laut, aber okay. Aber ja, dann kann wenigstens niemand überhören, was wir am Flüstern sind. Das ist richtig. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir das an? Eine Weile warten, etwas essen und wenn nichts Interessantes passiert, mal fragen, ob Mr. Snatch und Mr. Grabs hier bekannt sind. Ja. Oder vielleicht nicht mal fragen, ob sie bekannt sind, sondern wann sie denn, dass wir gerne etwas Geschäftliches mit ihnen reden möchten. Das finde ich sehr gut. Aber ich würde auch erstmal was essen und mal so ein bisschen. Also gucken, was in dem Laden so passiert. Vielleicht haben wir das Glück, uns kommt eh noch jemand und fragt nach denen oder. Oder man überhört irgendwelche pikanten Gespräche. Finde ich gut. Essen ist jetzt richtig. Ja, jetzt, wenn der euch da hinsetzt, wird der irgendwann halt, wenn er fertig mit Einräumen ist, irgendwie zu euch rüber gucken. Ein bisschen so. Geht dann irgendwie unter seiner Theke vor, legt sich so ein Handtuch über seinen Arm und kommt dann so in eure Richtung geschlurft. Was kann ich denn euch Gutes tun, so früh am Tag? Wir hätten gerne einmal das Mittagsgericht. Das Mittagsgericht. Und eine Flasche Wein für uns alle, bitte. Oh. Wein. Okay. Gut. Einmal Mittagsgericht und eine Flasche Wein. Ich würde auch einmal das Mittagsgericht nehmen. Jo. Dasselbe, bitte. Ja. Okay. Kommt sofort.
schlurft wieder zurück. Verschwindet dann hinter der Theke in irgendeiner, hinter so einem Vorhang. Kommt dann wieder mit so einer, mit so einem belegten Baguette, würde ich wieder sagen. So langes Brot, wo halt so, das wohl getoastet ist oder sonst irgendwas. Und dann mehrere Kräuter drauf verteilt und Käse und ja, stellt das auf den Tisch. Stellt dann auch so eine Flasche Wein irgendwie auf den Tisch und mehrere Gläser. Danke sehr. Bitteschön. Sonst noch irgendetwas? Derzeit nicht, danke. Gut. Dreht sich wieder auf der Stelle um. Schlurft zu. Habe ich irgendwie die Möglichkeit, den abzuchecken, ob der irgendwie vielleicht reanimiert ist oder sowas? Kannst du ihn ja mal genauer angucken? Okay. Was haben wir denn fürs... Was gibt's denn da Schönes hier? Ja, so ein Scrutiny-Test kannst du ja mal machen. Okay, Scrutiny habe ich nicht. Auf was für ein Attribut geht das? Das geht auf Cunning. Okay. Mhm. Dann flippe ich mal ein. Hat er das getan? Nein. Mhm. Okay, dann muss ich raus und nochmal reinkommen. Warte mal, stopp. Oh, jetzt bin ich schon. Jetzt bist du zweimal drin. Sehr gut. Aber dann flippe ich nochmal. Sekunden, ne? Deck. Feld Deck. Ein 9. Also ich müsste ja ein Ziel festlegen. Ja, dann die 9 reicht mir. Okay, das weil ich hätte halt mit... Nee, ich hätte sogar noch mehr. Ich wäre auf 12 insgesamt. Mhm. Gut. Ja, du willst wissen, ob er ein Untoter ist, quasi. Ja, oder ob er irgendwie manipuliert aussieht. Oder ob das einfach nur ein sehr unmotivierter Mensch ist. Der ist nicht sonderlich unmotiviert, aber der ist wohl, alt und... Ja, okay. Irgendwie scheint seinen Job nicht besonders zu mögen. Das ist traurig. Zumindest macht aber, okay. Aber ansonsten irgendetwas, was mir an ihm auffällt, so außer das Offensichtliche. Nee, also du hast nicht den Eindruck, dass der irgendwie manipuliert ist oder so. Okay, alles klar. Frag mich, warum der hier arbeitet. Der sieht irgendwie echt nicht so, weiß nicht, geeignet für den Job aus. Der sah so aus wie die Hälfte der Köche bei uns früher. Das ist echt keine gute Sache. Nee, war auch kein guter Job. Aber gab Geld. Offensichtlich für ihn auch. Gut, momentan sieht es ja noch nicht nach so viel aus, aber wer weiß, vielleicht wird das noch. Wie er meinte, ist es ja noch sehr früh. Mhm. Wenn dieser Schuppen hier bis, wie hättest du gesagt, 3 Uhr nachts? Mhm. Bis 3 Uhr nachts aufhört, dann wer weiß. Oben sind ja, du hast gesagt, oben sind Türen, oder? Mhm. Sieht das aus, also sind das alles gleiche Türen oder... Sieht aus wie Zimmer. Halt. Also diese Art von Etablissement habt ihr alle, glaube ich, schon mal gesehen. Das ist so eine typische Wild West Taverne. Okay. Ein Apachen Pub. Entschuldigung. Ja, ich denke, wir sollten ihn aber auf jeden Fall dann im Laufe nach unserem Mittagessen mal auf Mr. Snatch und Mr. Grabs ansprechen. Mhm.
Am besten, wenn er zum Abräumen kommt, oder? Mhm, ja. Ganz unauffällig. Ja, also das Essen ist auch relativ gut. Was sagt unser Koch dazu? Ja. Ja, ist in Ordnung. Ich gucke mir das halt auch so genau an. Das Brot auch noch knusprig ist und so. Ja, kann also das machen. Haben die schon sehr gut gemacht, würdest du sagen. Ja, ja, ist ordentlich. Krieg so. Das ist würdest jetzt... du in Ausnahmefällen essen? Ja, richtig, richtig. Das ist so ein Ausnahmefall. Und da hab's einfach nicht rein. So. Knurps. Ja. Ich such grad nochmal. Gut. Ja, dann kommt er irgendwann und will die Teller wieder abräumen. Und die, ja, war alles zu ihrer Zufriedenheit. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, danke. Das ist hervorragend. Nicht sonst noch etwas für sie tun. Achso. Wir hätten uns halt eine kleine Frage. Und zwar wurde uns gesagt, dass wir hier auf... ein, na, sagen wir mal, Duo namens Mr. Snatch und Mr. Grabs treffen könnten. Wir hätten etwas mit denen Geschäftliches zu besprechen. Wissen Sie, kennen Sie die Leute? Sind die tatsächlich hier? Wissen Sie wann? Ja, die sind hier. Soll ich sie zu Ihnen bringen? Bitte. Dann folgen Sie mir unauffällig. Dann tun wir das. Unauffällig, wie es mir möglich ist. Ich stehe auf, 2,20 Meter. Ja. Er schlurft vor euch her und geht halt die Treppe hoch. Wir schlurfen hinterher. Genau. Hätte diese Szene aus Asterix und Obelix erobern Rom. Mhm, genau. Ja, genau. Ja. Ja, oben gibt es eine Tür, die man von unten gar nicht so richtig wahrgenommen hat, die halt an der Front ist. Man hatte quasi ja nur auf die Türen geguckt, so wenn man frontal so drauf guckt. Und an der Seite ist halt noch eine, die an der Balustrade halt geradeaus weiterführt. Und da ist ein großes Schild mit Privat. Und läuft bis zu dieser Tür und meint dann, warten Sie kurz bitte, wen darf ich überhaupt melden? Wer möchte voran? Mr. Winston. Mr. McGregor. Winston, McGregor. Mrs. Wheeler. Wheeler. Miss Noble. Und Noble. Gut. Klopft an die Tür. Hört dann so ein tiefes Herein. Und dann macht er die Tür so kurz und spalt weit auf. Entschuldigung, hier ist Kundschaft, habe ich, glaube ich, vernommen. Zwei Frauen namens Wheeler und Noble und zwei Männer namens Winston und MacGregor wollen Sie sprechen, Mr. Grabs. Mr. Grab, nicht Grabs, Grab. Mr. Krabs? Hatten wir gestern im Stream, ja. Why not Zoidberg? Ja, können ruhig reinkommen, kommt diese tiefe Stimme. Dann dreht er sich zu euch um, ihr könnt reingehen. Vielen Dank. Haben wir das schon gehört. Und, würde eintreten. Ja. Ja, ihr seht in so eine Art Geschäftszimmer herein. Es ist irgendwie ein großer, schwerer Schreibtisch, auf dem einige Unterlagen draufstehen. Und hinter dem Schreibtisch in einem für ihn eigentlich viel, viel zu großen Sessel oder so einem Stuhl halt, ne, sitzt ein kleiner Mann irgendwie mit einem Anzug und Krawatte. Also es ist so eine aufgepuffte Krawatte, wenn ihr das so kennt. So. Also eher Tuch als Krawatte. Ein Jabot. Ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Können Sie gut sein, ja. Ja, Jabot tatsächlich. Und der ist unglaublich dürr und aus, ja, und ja, so drahtig und hat auch so die Ärmel von seinem Hemd
weil das Hemd ihm eigentlich zu groß ist für diese dürren Ärmchen, hat er sich mit so Fäden und so zusammengebunden, dass es halt nicht so runterschlabbert. Und sieht aber trotzdem noch total ordentlich aus. Er hat so eine Frisur, die halt an den Seiten halt abrasiert sind. So schwarze Haare und dann halt sonst irgendwie kurz, ihm halt so halb ins Gesicht fallen. Und eine ganz dicke, mit so richtigen Nerd-Gläsern versehene Brille auf, wo man so sieht, dass er, wenn man so da drauf guckt, dass so die Augen so in verschiedene Richtungen zu gucken scheinen. Gott. So richtig Vergrößerungsglas-Dinge. Ja. Und einen ganz fein geschnittenen Ziegenbart besitzt er. Und hinter diesem Sessel, hinter dem viel zu großen Typen, steht das genaue Gegenteil von dieser Gestalt. Ein Riese von Mann, fast so breit wie hoch, Glatzkopf, doppelt bis Trippelkinn und solche Oberarme. Tiefe, die Augen liegen so ganz tief im Gesicht. So einfach, weil dieses Gesicht so speckig ist, dass dass er ein bisschen mal aussieht, als ob der so die Augen zusammenkneift. Auch der trägt einen Anzug, der relativ fein aussieht. Auch der hat diese aufgepuffte Krawatte an. Sie haben beide den gleiche Art Anzug an. Allerdings sieht man bei dem Größeren, dass der Anzug ihm viel, viel zu klein zu sein scheint. Er hat so die Arme hochgekrempelt, damit die Unterarme frei sind. Das sind irgendwie so richtige Schraubstöcke. Und hat so eine Weste an über dem Hemd. Und da schaut so unten der Bauch noch so halb unter der Weste heraus. Einfach weil die Weste viel zu klein ist. Papa! Wenn er mich so zu denen und sage ganz leise, mittlerweile habe ich das Gefühl, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Guten Tag. Der Große spricht irgendwie. Kommen Sie doch herein. Vor dem Schreibtisch sind zwei Stühle allerdings und er guckt sich so kurz um. Nimmt dann so mit einer Hand noch zwei andere Stühle, die da so stehen. Einfach weil die Hand so riesengroß ist und stellt sich so daneben. Er ist wirklich auch so groß, dass er fast so mit dem Kopf unter der Decke so lang schrammt. Also Abraham ist schon groß, aber der Kerl ist nochmal eine andere Nummer. Wird das irgendwie auch so unnatürlich? Also dass er was so gepfuscht wurde oder so, sagen wir mal? Du hast zumindest noch nie eine so große Person gesehen. Also wenn jemand sagt Riese, dann der. Dieser Typ. Ja. Ja, ich, wenn Russell den so wahrnimmt, dann stockt er auch einmal ganz kurz und blinzelt so ganz oft mit den Augen. Pff, okay. Und flüstert so, eieiei. Der Kleine beginnt dann zu springen. Was können wir denn für Sie tun? Nehmen Sie doch Platz. Mein Name ist Mr. Snatch. Und das ist mein gewährter Kollege Mr. Grab. Aber das wissen Sie bestimmt schon, nicht wahr? Sonst wären Sie ja gar nicht hier. Ganz genau. Es ist schön, endlich mal Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir haben so viel von Ihnen gehört. Ein Bekannter von uns, ich bin mir sicher, Sie erinnern sich, Mr. Cornelius hat sie empfohlen. Ah, ist das so? Guter Mann. Hast du gehört? Mr. Cornelius hat uns weiterempfohlen. Oh ja. Mr. Cornelius. Merkt ihr das? Ja. Wenn sie jemand übernehmen ist. Haben Sie schon viel Business mit Herrn Cornelius gehabt?
wissen Sie, das Geschäftliche, was Kunden angeht, das behalte ich lieber für uns. Natürlich, das gehört zum Geschäftsmodell, wenn Sie verstehen. Das stimmt natürlich. Das war auch eine unangemessene Frage. Es tut mir leid. In der Tat. Aber womit kann ich denn euch helfen? Nun, sehen Sie, wir wissen natürlich, womit Sie Mr. Cornelius geholfen haben, aber wir konnten uns natürlich nicht sicher sein, was alles im Bereich Ihrer Möglichkeiten steht. Sehen Sie, wir vertreten eine kleine Interessengemeinschaft, die daran arbeitet, zu expandieren. Ist das? Und sind gewisse Probleme aufgetreten und wir suchen eine Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. Sie wurden uns empfohlen. Nun, Problemlösung auf die ein oder andere Art und Weise können wir sicherlich irgendwie bestimmen. Es kommt halt auf die Art der Probleme. Nun, wir haben da... Okay, ich drawing blank. Sorry. Wir brauchen etwas mehr helfende Hände, als wir momentan zur Verfügung haben. Sehen Sie, wie Sie wissen. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Grab, ja. Mach mal eben die Tür zu. Ich glaube, die Damen und Herren wollen uns etwas ganz Spezielles erzählen, wenn du verstehst. Hä? Mit was Spezielles erzählen, Mann! Ach so. Ja. Und er bewegt sich so Richtung Tür und man merkt so ein bisschen, wie der Boden so... Macht die Tür dann so auf Entfernung zu. Einfach weil die Arme so groß ultra lang sind. Aber er macht das ganz behutsam. So mit Gefühl. Und schon Übung da drin. Ja. So, jetzt wo wir unter uns sind, reden wir doch einmal Tacheles. Sie brauchen Leichen. Ja, Sie haben das sehr gut erkannt. Das ist gut, weil wir können Leichen liefern. Hervorragend. Ja. Die Preise sind natürlich in letzter Zeit etwas gestiegen, wegen nahe diesen Machenschaften der Gilde. Sie wissen, die sind überall und das ist kein einfaches Einheit. Geschäft mehr. Ja. Ich kann Ihnen auch leider den Preis, den ich Cornelius gemacht habe, momentan nicht anbieten, aber ich habe einen Neukundenrabatt extra für Sie vielleicht. Wenn Sie männliche Leichen ausschließlich nehmen, könnte ich Ihnen den durchaus einräumen. Das Geschlecht ist bei uns tatsächlich sekundärer Natur. Das ist sehr gut, weil der Mr. Cornelius immer nur Frauen nimmt, deswegen. Ja. Wir wissen, er ist da ein bisschen speziell. Sie kennen das, ja. Also was uns mehr interessiert, ist tatsächlich eigentlich die Frische der Leichen. Oder wir haben nur die frischesten Exemplare. Höchste Qualität. Sie sind hier genau richtig bei uns. Diese verfaulten, angerotteten und von Wanzen zerfressenen Dinger, dann die verkaufen wir natürlich nicht mehr. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Es sei denn, Sie wollen welche davon. Es gibt auch Möglichkeiten, diese zu besorgen. Arbeiten Sie dabei mit einem Drittbeschaffer oder ist das Eigenakquise? Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Nein, Sie verstehen sicherlich, ich sei Ihren Kollegen und... ich habe durchaus selbst auch schon Eigenakquise betrieben, aber es ist natürlich aufwendig. Aufwendig. Und riskant. Oh, Sie wissen also zu schätzen, was wir tun? Oh, absolut, absolut. Ja. Gut, dann kommen wir zum Geschäftlichen. Wie viele Leichen brauchen Sie denn? Wir würden ungefähr 3 pro Woche nehmen. Sie siehst so irgendwie zwischen in diesen Monokelgläsern so Dollarzeichen aufblinken. 3 pro Woche. Für wie lange? Zunächst einen Monat, danach Option auf Verlängerung. Wir würden gern erstmal ein Probeexemplar sehen.
wollen. Natürlich. Bevor wir jetzt einen langfristigen Vertrag abschließen. Nun, wie Sie ja wissen, funktioniert dieses Geschäft auf Empfehlung. Und ich denke, weil Sie ja über die Empfehlung von Mr. Cornelius ja hergekommen sind, wissen Sie schon, dass wir nur Qualität liefern? Ich kann leider jetzt nicht irgendwoher eine Leiche herbeizaubern und dann sie gucken so drauf und dann habe ich hier eine Leiche herumliegen und weiß nicht, wie ich sie loswerden soll. So funktioniert das Geschäft nicht. Das können wir natürlich verstehen. Entweder sie nehmen die Leiche oder sie nehmen sie nicht. Natürlich. Nun sprechen wir mal über die, sicherlich wollen sie auch bezahlt werden. Ja. Was sind denn die konkreten Konditionen für so einen? Nun, also 3 Leichen pro Woche, egal welches Geschlecht, frische Zustand, taufrisch, haben Sie gesagt, ja? Ja. Also, ja, frische Leichen, ja. Ja, da liegen wir. Ja, mit F4 hin, 3 im Sinn. Pro Woche 50 Guild Stripes. Ist das schon mit dem Erstkundenrabatt? Natürlich. Ich habe im Moment kein Verhältnis dazu, was für eine Menge von Geld das ist, deshalb. Das ist eine Menge Geld. Ja. Okay. Ganzer Sack voll Asche. Okay. Aber es ist halt, ja. Du willst menschliche Leichen haben. Wobei könnt ihr noch nachfragen? Menschen oder auch andere Wesen? Tatsächlich. Ja, bitte. Es würde sich der Preis 10 Guildstripes verniedrigen, wenn wir ihnen auch Gremlins liefern dürfen. Die sind etwas einfacher. Haben wir tatsächlich bisher uns nie drüber Gedanken gemacht. Was ist denn so der Nachteil von einem Gremlin gegenüber eines typischen menschlichen Leichnams? Da bin ich überfragt, ich liefere nur die Leichen. Okay, hätte ja sein können. Sind nicht so beliebt. Vielleicht, weil sie grün sind. Ach. Und klein. Würden Sie uns vielleicht kurz erlauben, dass wir uns zur Beratung zurückziehen, dass wir Ihr Angebot kurz durchsprechen können? Natürlich, klar. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich die Geschäftsdevise von Grab und Snatch. Wir verraten keinem etwas von Ihren Gelüsten. Sie wissen, was ich meine. Natürlich. Wir wissen nicht im Mindesten, was Sie meinen. Gut. Ja, beraten Sie sich. Ich steh auf und biete Ihnen dann so auf Entfernung meine Hand an. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Reicht dir seine knochige Hand rüber? Ja, ich schüttle sie und dann mache ich auf den Absatz kehrt. Genau. Ja, Wenn wir an der Tür sind, drehe ich mich nochmal kurz um. Wir werden Sie vermutlich im Laufe des Abends wieder beirren. Bis wann können wir Sie hier antreffen? Oh, wir sind den ganzen Tag hier. Genau. Vielen Bis Dank. Dann. Tschüss. Papa. Oh Mann, ey. Ja. Okay, also. Wenn wir so ein bisschen weiter weg sind, würde ich so zu den anderen flüstern. Okay. Ich dachte schon, der Typ bei dem Anwesen wäre gruselig gewesen. Aber das war ja, der Typ war ja eher, also Cornelius war ja eher ein Hobbyist gegen das, was die beiden hier abziehen. Na, ich meinte den, der uns beide von Butler hat. Oder so. Der Butler. Ach so, ja. Ja, der kleine Gemeine war auch. Vor allem jetzt, da ich jetzt weiß, dass er nur Frauen nimmt und macht so ein bisschen.
Wisst ihr, was jetzt da bloß irgendwie nicht so zumindest in die Logik passt, die ich im Kopf hatte? Weil ich habe gedacht, dass die Boaters den Mord in Auftrag gegeben hat. Ja, aber so hört sich das ja eher an, als hätte der Cornelius die Leiche bestellt und es wäre bei Accident halt Sarah gewesen. Vielleicht müssen wir mal rausfinden, ob es zwischen Cornelius und Boaters eine Verbindung gibt. Weil wenn wir davon ausgehen, dass die Boaters alle so ein bisschen, ich sag mal, Gilden verbunden sind, macht es dann durchaus Sinn, dass die jetzt nicht unbedingt hier mit den Resurrectionists irgendwie dicke Freunde sind, sondern dass die halt dann quasi ein Mittelsmann gibt. Genau, ich wollte sagen, dass das so der Mittelsmann ist zwischen den beiden Fraktionen. Also ein reicher Freund der Boaters, Cornelius, der dann irgendwie Ja, dann sollen wir vielleicht meinen besten Freund nochmal einen Besuch abstatten. Was ich mich gerade frage ist, es könnte tatsächlich sein, dass es ein Zufall ist, aber wenn nicht, dann muss es ja offensichtlich einen Auftragsmord gegeben haben. Wir haben jetzt normalerweise nicht, wir können jetzt nicht komplett sicher sein, ob die beiden selber Mord begehen, aber wir nehmen sie an. Also es ist vor allen Dingen sehr wahrscheinlich und das Ding ist... Es hat sich schon eher so angehört, ja. Ja, die Frage ist, nehmen sie, um zusätzlich Geld zu verdienen, auch Auftragsmörder an? Also ich theoretisch? Meine, wenn es nur darum gegangen wäre, irgendwelche Leichen zu beschaffen, dann hätten sie ja nicht nur Sarah mitgenommen, sondern hätten sie den James sich auch noch direkt gekrallt. Ich meine, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Mhm. Deswegen ist halt die Frage, ob nicht vielleicht doch nochmal einer von uns kurz reingehen soll und fragen, wie das ist, wenn wir eine ganz spezielle Leiche haben möchten. Ob sie uns dann irgendwo weiterleiten würden oder ob sie das selber übernehmen. Du kannst ja mal hingehen und speziell nachfragen. Ich wollte sagen, Russell guckt so in die Runde, kannst gerne fragen. Ich finde die zu gruselig, die Typen. Okay, dann würde ich tatsächlich nochmal hingehen, nochmal anklopfen. Okay. Dann gehe ich halt rein und mache die Tür leise hinter mir zu. Noch eine kleine Frage in eigener Sache. Und zwar für den Fall, dass wir eine ganz spezielle Leiche haben wollen würden. Würden wir uns da auch an Sie wenden oder wüssten Sie vielleicht jemand anderen? Wie eine ganz spezielle Leiche? Wir sollten einen Verwandten haben. Nicht Verwandte, aber nennen wir es mal Bekannte. Ah ja. Ja, kommt drauf an. Natürlich mit entsprechender Bezahlung, aber es würde mich halt interessieren, ob das auch... Wo ist sie denn begraben? Es geht, es ist tatsächlich momentan noch jemand, der am Leben ist. Zurzeit. Oh! Ich sehe schon. Ich glaube, sie guckt sich so um. Da sind sie bei uns falsch. Gut. Das ist natürlich kein Problem, das verstehe ich vollkommen. Ich wollte nur wissen, ob das auch im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt. Oder wie gesagt, ob sie mich sowas eventuell an jemanden... Das tun wir nicht. Okay. Gut, dann... ich nehme auch an, dass sie da keine so unmoralischen... Bekanntschaften und Geschäftskontakte haben. Das habe ich nicht behauptet. Gäbe es denn einen Geschäftskontakt, an den Sie mich eventuell weiterleiten könnten? Ja. Ich meine, nachher bauen Sie Ihr eigenes Leichengeschäft auf. Es handelt sich tatsächlich wirklich nur um eine einzige. Also wir kriegen zumindest hin und wieder Leichen von Lady Shadowlark. Man sagt, dass die ein Auftragskiller ist. Lady Shadowlark. Ja. Der Name kommt mir irgendwo bekannt vor, aber ich kann es gerade tatsächlich nicht so richtig zuordnen. Sagen wir mal, diese... völlig hypothetische Person, Lady Chatelard, ja, würde in einer höchst hypothetischen Adresse
wohnen, die ich hier überhaupt nicht auf diesen Zettel aufschreiben kann. Dann könnten sie auch überhaupt gar nicht direkt mit ihr verhandeln, wenn es um diese illegalen Machenschaften geht. In der Tat. Ich schieb dir so einen Zettel rüber. Vielen Dank. Es ist eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, und ich bin mir sicher, das wird auch unsere Entscheidung sehr in Ihre Richtung lenken. Und damit mache ich einen ganz hypothetisch gesprochen natürlich. Und damit mache ich einen kleinen Knicks und verlasse den Raum wieder. Bis heute Abend. Ja. Guten Tag noch. Tschüss. Dankeschön. Ich gehe raus, mache die Tür zu, schüttel mich vor der Tür erstmal. Und warum? Die sind doch so freundlich, die beiden. Schau mal die Typen auf jeden Fall. Yikes. Und gehe dann zurück zu meinen Mitgefährten. Ich weiß nicht, ob ihr euch mittlerweile wieder an den Tisch gesetzt habt unten oder ob ihr rausgegangen seid. Ich glaube, wir sind rausgegangen auf die Straße. Okay. Wir wollen nicht von dem Wirt eventuell belauscht werden. Okay. Ich wedel nur mit dem Zettel, den ich habe, sag aber nichts weiter und würde sagen, wir gehen erstmal zurück nach Hause, zur WG. Und besprechen gut. Dann weiter, wie wir vorgehen wollen. Diese rein hypothetische Adresse, wo ist denn das? Ja, auf dem Zettel steht drauf Shadowlark und Riverford Slums Main Street 5. Mhm. Okay. Und dann steht drunter, bitte dabei sagen, dass sie von Grabs und Snatch kommen. Mhm. Habe ich den Namen schon mal irgendwann gehört? Ich habe mich ja ganz am Anfang nach der Ankunft in Malifaux mal ein bisschen so über die Szene in Malifaux informiert. Ist da der Name schon mal irgendwie gefallen? Nein. Zufällig? Okay. Also auf der Map, wo ist denn dieses Riverford Slums? Ja, das ist... Moment... Das ist meine Karte. Ich hatte doch hier eine Karte. Da. Das ist tatsächlich in eurem Distrikt. Okay. Nice. Okay. Oh Mann, ey. Das ist schon ein bisschen, Junge. Mhm. Ich muss auch sagen, war nicht ganz so angenehm, das so mit denen zu bereden. Ach, warum? Ich weiß nicht. Ah. Die haben noch einen tollen Geschäftszweig aufgebaut. Das Geschäftsmodell ist doch prima. Ja. Mein Nekromant ist auf jeden Fall, ja. Jetzt wo Lilio auch Animate Limb kann, ne? Also. Ich bin hier Sprachliteratur zum Thema. Und vielleicht sind Körperteile ja auch günstiger. Ja, das könnte sein. Alles was halt so vor allem. Ne? Wir haben ja schon ein eingelegtes. Ich wollte sagen, haben nicht auch irgendwas mitgenommen? Wir hatten auch eine Hand mitgenommen, ne? Ja. Ja, also es könnte sein, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Cornelius auch mal bei Snatch and Grab wieder vorstellig wird und sagt so, wir sind Sachen weggekommen. Aber vielleicht denkt er sich auch, okay, lieber erstmal alles unter den Tisch kehren, hier ist gar nichts passiert. Ah, ich habe übrigens einen Fehler gemacht, sorry. Das ist nicht in eurem Distrikt, sondern das ist einmal über den Fluss hinweg auf der anderen Seite des Flusses. Ah. Okay. Das ist quasi die Slums gegenüber von Downtown auf der anderen Seite vom Fluss. Okay. So, ich hab die Punkte vertauscht.
Also, wir haben zwei Typen, die Leichen ausbuddeln, beziehungsweise sie zum Teil auch frisch geliefert bekommen. Ja. Wir haben eine Leiche und wir haben den passenden Nekromanten dazu. Und wir haben den Namen und die Adresse einer potenziellen Auftragsmörderin. Ich glaube, mehr als nur potenziell. Ich glaube, Shadowhurst ist schon so ein Name. Ja, mal Shadow gucken. Lark. Shadow Lark. Also, sorry, ich vermische hier Bothurst. Ja, weil Lark ist doch ein Vogel, oder? Lerche. Lerche, ah. T'was the Nightingale, not the Lark. Oben und Julia. Aber sag mal, eigentlich sind doch von der Berufsbezeichnung her sind doch die Typen, die Nekromanten. Nee. Resurrectionists? Resurrectionists ist die Fraktion. Also, ist, die, okay. Ja. Nein, habe ich nichts gesagt. Und wer weiß, vielleicht sind sie auch Nekromanten. Aber... Wir sind auf jeden Fall pro Nekromantie. Vielleicht gehen wir auch nochmal bei Cornelius vorbei und schubsen ihn ein bisschen rum. Ja, wie gesagt, das hatte ich ja vorgeschlagen. Ich will mal zu meinem besten Freund wiederkommen. Ja. Den mal ein bisschen ausfragen. Wollen wir ihn wirklich rumschubsen? Ich glaube tatsächlich nicht, dass Cornelius was damit zu tun hat. Also momentan sieht es ja eher so aus, als hätte er einfach nur nach weiblichen Leichen gefragt und die Miss Shadowlark musste halt eine Leiche loswerden. Eine Leiche loswerden und das ist tatsächlich dann eher zufällig gewesen. Ja. Ich würde eher bei Miss Shadowlark anfragen. Ja, das ist wahrscheinlich vernünftig. Und ich habe fast das Gefühl, dass die auch ein bisschen einfacher zu möglicherweise überzeugen wird als Mr. Snatch und Mr. Grab. Meinst du, eine Auftragskiller? Das glaube ich aber auch. Ja, aber ein Auftragskiller ist nicht so schlimm wie so zwei Geschäftsleute. Zwei Grabräuber. Geschäftsleute. Den kleinen, okay, ja, aber ja, den großen. Unterschätzt den kleinen mal nicht. Er hat die Brille. Creepy. Okay, na, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal bei der Dame vorstellig werden und mal höflich fragen, ob in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so der Moment. Da müssen wir reinlaufen, alles windelweich prügeln und ein Auftragsbuch finden, in dem Lady Bothurst steht sonst. Ich weiß noch nicht, wie wir aus der rausbekommen sollen, dass ja, die Lady sowieso hat mich beauftragt, ihre Magd umzubringen. Ich seh noch nicht so ganz, wie wir da hinkommen. Ich auch nicht, im Ernst. Meint ihr, das wäre eine Idee, wenn wir Sarah mit dorthin nehmen? Ja. Dass wir der irgendwie auf den Straßen oder so einen großen Hut aufsetzen, dass wir sie so ein bisschen verkleiden, dass man ihr Gesicht nicht direkt sieht und sie dann quasi vor ihr so, ja, war ja ein netter Versuch, aber... Schlechte Arbeit geleistet. Vielleicht bringt sie das zum Reden? Das hätten wir auch bei Snatch und Grab vielleicht machen können. Einfach so Sarah mitbringen. So. Ja, das ist unsere neue Freundin. Und ihr so? Alles fit? Ja, aber es ist tatsächlich wirklich keine schlechte Idee. Und wer weiß, vielleicht hat sie sogar vielleicht bereut sie es nicht unbedingt, aber vielleicht muss sie schlucken, wenn sie das Ergebnis ihres Jobs so lebendig fast sieht. Ja, habe ich meine Zweifel, aber... Ja, ich glaube aber eigentlich auch, aber vielleicht. Wir könnten aber Sarah vielleicht ein bisschen primen, auch wenn sie sich nicht mehr dran erinnern kann, wer es war, dass sie dann anfängt, sie zu beschuldigen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich... Wir erst lassen Sarah sagen, so, ah, ich erkenne dich, du bist die mich umgebracht hat, und dann das wäre nicht schlecht. Vielleicht und sie gibt's dann halt, so. Gibt's halt aber zwei Möglichkeiten. Das war doch nur ein Auftrag. Warum lebst du überhaupt noch? Ja, gibt's halt entweder zwei Möglichkeiten. Entweder sagt dann, oh ja, kenne ich, oder halt, wer bist du? Tür zu.
Naja, aber sind Killer nicht manchmal auch ein bisschen abergläubische Leute? Und wenn dann quasi der Geist von jemandem, den sie eigentlich getötet hat, der Geist vor ihnen steht? Na ja, gut, andererseits, die Frau weiß ja wahrscheinlich, dass es in der Stadt Nekromantie gibt, ne? Ja, also, ich glaub, ja klar. Sie wird ja wissen, wofür die Leichen dann verwendet werden. Aber wer weiß, vielleicht kann Sarah wirklich so als... Ich bin eh schon tot, ich möchte aber wissen, wer mich umgebracht hat. Was vielleicht irgendwie das so... Sie zum Reden überzeugt wird. Wenn nicht, dann hauen wir halt trotzdem drauf. Schießen können wir immer noch. Ja. Das stimmt, ja. Das war, ja. Also. Und da fällt Wasser so, oh Gott, sie wollen es tun. Sie wollen wirklich irgendwo hinlaufen und Leuten einfach nur auf die Fresse geben. Was sind das für Menschen? Ach, das hat bei der anderen Gruppe hervorragend funktioniert. Also. Ja, das finde ich gut. Ich finde, das gibt mir auf jeden Fall schon mal, ja. Lass uns das machen. Haben am Ende nicht alle überlebt, aber mal Reibungsverluste. Ich meine, im Endeffekt machen wir das ja noch nicht einmal. Wir gehen ja erstmal hin und wollen reden. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt zu härteren Mitteln greifen. Finde ich okay. Ja. Ich hab schon meine Feldkarten gezogen, die sind ganz okay. Von daher. Ja, meine auch. Ja, naja. Einmal kann ich was Gutes machen. Genau, ich auch. Immerhin. Ja, passt schon. Alles klar. Lass uns mal Sarah holen gehen. Genau. Und lass uns diesen Steinball ins Rollen bringen. Ja, also Sarah sitzt bei euch zu Hause auf dem Sofa und schaut so ein bisschen apathisch in den Raum. Hoppla. Verschwundener Kakko. Ist er schon wieder da? Da ist er wieder. Nice. Ich habe keine Ahnung, was das war. Da. Aber okay. Entschuldigung. Gib's zu, du wolltest nicht mehr mit uns spielen. Ja. Genau das war. Du findest unsere Ideen bescheuert. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz fragen. Wie hast du das eben genannt? Reibungsverluste. Mein absolut neues Lieblingswort für tote Charaktere. Ja, Reibungsverluste. Ja, dann gehen wir nach Hause und bereiten Sarah mental darauf vor, wahrscheinlich ihrer Mörderin gegenüberzutreten. Tschüss. Achso, das ist jetzt schon Sarah, ja. Wir sind schon zu Hause. Wir haben vielleicht was rausgefunden. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir die Person kennen, die dich getötet hat. Wirklich? Ja, so wie es aussieht, haben wir eine Auftragsmörderin erfindig gemacht, die dich wirklich, also momentan ist es halt wirklich eigentlich nur alles Vermutungen, aber sie arbeitet mit den Leuten, die dem Typen dich verkauft haben, quasi zusammen. Also eine ganz, ganz seltsame Kette. Irgendwer hat, also wir kennen nur ihren Codenamen, Shadowlark, hat Shadowlark beauftragt, dich umzubringen. Sie hat die Leiche an Mr. Snatch aber und Grab verkauft. Wer sollte mich denn umbringen wollen? Das wir noch wollen raus. Wir herausfinden, wenn es wirklich Shadowlark war. Dann wollen wir herausfinden, wer der Auftraggeber war. Naja, also ich hätte dazu eine Vermutung, aber wir müssen es eben rausfinden. Welche Vermutung? Das sage ich dann, wenn sie sich bestätigt. Genau. Und was wollt ihr jetzt machen? Wir wollen mit dir zu deiner Mörderin gehen. Zu einer potenziellen Mörderin. Und was muss ich dann machen? Ihr sagen, dass du sie erkennst. Dass du weißt, dass sie sich umgebracht hat. Und dass du... Aber ich weiß nicht mehr, wer mich umgebracht hat. Das ist aber egal. Du kannst dadurch herausfinden, warum. Aber das ist ja gelogen.
Manchmal... Was ist denn wichtiger? Nicht zu lügen oder herauszufinden, wer für deinen Tod verantwortlich ist? Kann man nicht beides machen? Nein. Ich glaube, in dem momentanen Fall nicht. Vor allen Dingen nicht mit dieser Zeitknappheit. Ich fühle mich unwohl dabei. Denk an James. Ich kann nicht gut lügen. Ich bin sicher, du kannst es schaffen und James würde auch die Wahrheit wissen wollen. Ja. Oder lüg einfach nicht, sondern sehe einfach nur in die Augen und sag, dass du wissen möchtest, warum du gestorben bist. Du musst im Endeffekt noch nicht. Genau, du musst im Endeffekt wissen. Genau, ja, deswegen sage ich, du musst dir gar nicht anklagen, das können wir von mir aus auch gerne tun. Du musst dir einfach nur in die Augen schauen und sagen, ich möchte wissen, warum ich tot bin. Vielleicht hilft das und wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Okay. Gut, dann beginnt die Verkleidungsaktion Punkt 2. Haben wir zufällig Ihr Kleid gewaschen? Oder haben wir Ihr rotes Kleid noch? Haben tut ihr das garantiert noch, ja. Aber weil dann könnten wir ihr das Kleid anziehen und irgendwie einen Mantel drüber, dass sie den Mantel dann auszieht, wenn wir vor der Shadow Lark stehen. Mhm. Also Mantel runter, Hut runter oder Hütchen mit Schleier, was auch immer ihr wir da anziehen, dass sie sich dann quasi enthüllt. Ja. Um den Effekt ein bisschen zu dramatisieren. Ja. Okay. Wollt den Assassinen also schocken. Ja. Ja, okay. Gut, dann kommt die Sarah mit euch mit in der Verkleidung, in Anführungsstrichen. Ja, und dann geht ihr zu der Adresse hin, die ihr gekriegt hast. Dafür müsst ihr halt an den Gildenposten vorbei, die über den Fluss führen. Jetzt ist das Problem allerdings, dass ihr eine Untote bei euch habt. Wenn eine Untote einwandfreie Papiere hat, sollte das doch kein Problem sein, oder? Ja, gut. Also möchtest du noch vorher Papiere fälschen? Ja, natürlich. Okay. Ja, gut. Dann mach mal einen Flipwurf auf dieses Handwerk. Welches war das nochmal? Müsste Forgery sein. Genau. Ja. Ja. Damit bin ich bei 13. Ja, das reicht mir. Good. Gut. Dann schafft ihr das auch dank der gefälschten Dokumente ohne Probleme über den Wachposten an der Brücke auf die andere Seite des Flusses. Und hier sind die Slums halt nicht so wie bei euch irgendwie so halbwegs normale Wohnviertel. Die Slums hier sind näher an der Quarantänezone, was man auch merkt an der Bevölkerung und an den Gebäuden. Eigentlich sind diese Slums nur ein kleiner Streifen, der am Fluss entlang ist, der quasi das verhindert, dass die Quarantänezone direkt am Fluss liegt. Und ihr hattet ja vorher gefragt, wenn wir in den Slums wohnen sind, dann müssen wir uns das so vorstellen, wie Slums halt so Favelas oder sowas aussehen. Bei euch ist das nicht so der Fall, aber hier ist das je nach Straße und aber in der Straße, in die er jetzt einbiegt, auf jeden Fall so, dass es so einem Favela gleicht. Also einem wirklich zusammengeschusterte Hütten aus Wellblech und handwerklich nicht sonderlich gut gestaltete Häuser, einfach nur Stein auf Stein, gerade so, damit es irgendwie vier Wände hat und ein Holzdach drüber und so, damit man ein bisschen vom Regen geschützt ist. Einige Häuser sieht man an, dass die über das letzte Hochwasser nicht so gut vertragen haben.
Oder sind teilweise sowieso noch Ruinen. Dazwischen stehen immer mal wieder Gebäude, die wohl früher mal bewohnt gewesen sind, die aus irgendwelchen Gründen aber abgebrannt sind, wo die Dächer eingestürzt sind oder so. Also es ist ein sehr illustres Straßenbild hier im Vergleich zu euren Slums. Und das Gebäude, was ihr jetzt, vor dem ihr dann steht, ist allerdings eins der etwas größeren Gebäude, allerdings auch hier halbwegs zusammengeschustert. Also man sieht überall irgendwie so Flickwerk, Bretter und Metallteile und Wellblech und alles Mögliche, was halt irgendwie zusammengeschustert ist, dass es halt halbwegs eine Wand gibt. Aber das Gebäude hat immerhin trotzdem zwei Stockwerke. Das ist auf jeden Fall bei dem Ausgangsmaterial schon eine echte Leistung. Genau. Mhm. Wobei man bei den Gebäuden hier in Malifaux nie so richtig weiß, warum sie überhaupt halten. Weil die sind ja alle schief und krumm. Wasserwaage funktioniert hier nicht. Ja doch, sie funktioniert. Auf einem schiefen Ding zeigt sie gerade an, die Wasserwaage. Das ist halt, ja. Malifaux. Die Eigenheit dieser Dimension. Ja, gibt es eine Tür? Es gibt eine Tür, ja. Die ist mehr so ein Bretterverschlag als eine richtige Tür. Dann klopfe ich an der Tür. Ja, dann wird dir eine junge Frau aufmachen. Mit einem, ja, relativ strengen Gesicht. Trägt halbwegs vernünftige Kleidung, würdest du sagen. Ein weißes Hemd. Ein Mieder, hat rote Haare, hat so einen Haarreif und hinten die Haare auch zusammengebunden. Sie hat sehr, sehr lockiges Haar und ja, eine relativ dicke Nase, aber ein feines Gesicht dazu. Hat so ein Collier an und ja, trägt ein purpurfarbenen Rock und ja. Das ist schon die zweite rote Frau, die ich treffe. Verdammt nochmal. Tja. Als ob das Schicksal es für dich vorgesehen hätte. Ich sehe schon. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Sie steht nur so, sie hat die Tür nach innen geöffnet und steht halt so zur Hälfte irgendwie so zwischen der Tür. Man ist halt mal die eine Hälfte ihres Körpers, siehst du nicht. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben Ihre Adresse von einem Kollegen bekommen, Mr. Snatch und seinem Kollegen Mr. Grab. Oh. Sie könnten uns eventuell geschäftlich weiterhelfen. Geschäftlich. Gut. Dann hast du so ein Klicken neben der Tür. Mhm. Kommen Sie rein. Danke Ihnen. Ja. Auch dafür, dass Sie mich nicht erschossen haben oder irgendwas vorhatten. Ja, jetzt wo du reingehst, siehst du halt, dass sie so eine abgesägte Schrotflinte in der einen Hand hatte. Angenehm. Ja, trägt die halt immer noch jetzt und siehst du halt irgendwie, wenn du an die vorbeigehst und sie sich ein bisschen irgendwie noch ein bisschen wegdreht, siehst du, dass sie hinten auch einen großen Revolver hinten in der Mieder stecken hat. Ja, dann gehen wir alle 5 Uhr rein. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Sarah ein bisschen in die Mitte. Genau, ja. Weil die vielleicht ein bisschen Aufmunterung braucht oder ja. Ermutigung, um da reinzugehen. Ja, innen drin sieht ja ein relativ zusammengewürfelt aussehendes Wohnzimmer, so Regale, die so ein bisschen Studentenbude-mäßig aussehen, so, also so Backsteine mit Brettern dazwischen und ja, irgendwelche alten speckigen Möbel, die man wahrscheinlich aus verschiedenen Gebäuden, die irgendwie verlassen sind, irgendwie rausgeschleppt hat. Auf jeden Fall passen sie alle nicht zusammen. Ich mache das nur, um mein Studium zu finanzieren. Ja, und
Ja. Sie hat einen kleinen Holzkamin, also da brennt so ein kleines Feuerchen drin. Und ja. Macht hinter euch so, guckt noch einmal so auf die Straße raus, guckt nach rechts und nach links, bevor sie die Tür dann schließt. Geschäftlich seid ihr also hier. Worum geht's? Nehmt doch Platz. Ich versuche ein bisschen darauf zu achten, dass wir nicht alle so stehen, dass, wenn sie diese Schrotflinte abfeuert, wir eventuell alle getroffen werden. Mhm. So ein bisschen so auf ganz subtile Weise ein bisschen im Raum verteilt sein. Mhm. Ist ja wahrscheinlich nicht ganz so schwierig bei so einem zusammengewürfelten Wohnzimmer. Nun ja, speziell wollten wir uns erkundigen, oder sagen wir es mal so, eine gute Freundin von uns hat eine etwas konkretere Frage an Sie, weise auf Sarah. Sarah, bitte. Ja, Sarah guckt so nach rechts und nach links, so, es ist total unangenehm, dass sie jetzt irgendwas sagen muss, so. Ja, warum bin ich tot? Und dabei nimmt sie den Hut ab. Mhm. So, schaut so in Sarahs Richtung. Ah, ich sehe, welche Art von Besuch das hier ist. Tja. Tut mir leid, Kindchen, aber irgendwie bist du wohl zwischen deinen Arbeitgeber und deren Interessen gekommen. Wie bitte? Wow, instant Geständnis quasi. Ja, die Reichen machen sich halt nicht so gerne selbst die Hände schmutzig. Ja, sowas hatten wir uns schon gedacht. Hey, Job ist Job. Und ihr seid jetzt aber nicht hier, um Rache zu üben oder so, oder? Sieht du nicht hast so aus. Nur deinen Job gemacht. Gut, für euch. Nein, das will ich nicht diskutieren. Oh nein, nein, verstehen Sie uns nicht falsch. Wir wissen, dass es natürlich gewisse professionelle Aspekte bei dieser Sache gibt. Trotzdem, uns interessieren vor allen Dingen Hintergründe und wir wollen natürlich unserer, nun ja, mittlerweile untoten Freundin Ruhe verschaffen. Hm. Gut, was wollt ihr wissen? Der Auftrag kam von Lady Broadhurst. Sieht so aus. Was heißt, sieht so aus? Das ist doch ziemlich offensichtlich, oder nicht? Eben nicht. Ja. Habt ihr den Auftrag mündlich erhalten? Ich glaube, es. Ich weiß nicht, wie läuft das bei euch? Ihr wisst nicht viel über das Geschäft, oder? Oh nein. Überhaupt nicht, nein. Das letzte Mal, dass ich gemordet habe, war im Namen der Krone und ich zeige so auf ein Abzeichen. Ja, sowas ähnliches mache ich halt auch. Nur, dass ihr für die Krone und ich für die Reichen arbeite. Von daher, ich verstehe völlig. Ich versuche nur ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier passiert ist. Ja. Wie gesagt, ich frage nicht lange nach, warum oder weshalb. Es geht mich überhaupt nichts an. Aber im Endeffekt hat es uns schon durchaus geholfen, dass wir jetzt wissen, wer dahinter steckt. Jetzt müssen wir nur noch die Motive herausfinden. Wobei selbst die ziemlich offensichtlich sind. Nur angesichts der Heirat. Das war eine Sache, die ich noch fragen wollte. Das Letzte, woran sich unsere Freundin erinnert, ist, dass sie mit ihrem Verlobten spazieren ging am Kai. Was war der Moment? Naja, sie war alleine. Alleine?
Ja. Dem Verlobten sollte ich nicht anrühren. Und er war auch nicht da? Nein. Und sie ging einfach entlang den Weg? Ja. Schau mal zu Sarah rüber. Wie die sich gerade verhält. Weil das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir zusammen spazieren gingen. Wo genau hast du sie getroffen? Ja, zwischen den Straßen Richtung Downtown. Ist das auch der Ort, wo sie sich dann nicht mehr daran erinnern konnte? Nee, sie hat ja gesagt, das war unten an der Promenade. Okay. Und da hattet ihr auch. Aber das ist woanders. Okay. Ja, okay. Also wenn ihr die Straßen hochgeht von der Promenade Richtung Downtown. Also muss sie, nachdem sie sich nicht mehr erinnern kann, irgendwo noch allein die Straße entlang gegangen sein. Das war der Moment, auf den ich gewartet habe. Wo ist ihr Verlobter hingegangen? Habt ihr sie sicherlich beobachtet vorher? Natürlich. Ich habe gewartet, bis sie sich beide trennen und dann habe ich nichts persönlich, Kindchen. Aber das war ziemlich einfach. Haben die zwei sich irgendwie gestritten? Hast du da irgendwas mitbekommen? Oder haben sie sich einfach verabschiedet und sind in verschiedene Richtungen gegangen? Sie haben sich verabschiedet. Okay. Naja, das... Und ich nehme an, du hast dir dann eins über den Schädel gezogen. Ja, hat nur einen Schlag gebraucht. Wie gesagt, war ziemlich einfach. Ja, das wird dann wahrscheinlich... die Erinnerungslücke wird dann wahrscheinlich da entstanden sein. Sehr. Wie reagiert denn Sarah jetzt da drauf? Ist genau. Geschockt, schaut sie total ungläubig die Frau an. Ich glaube, ich würde sie dann einfach mal in den Arm nehmen, weil das schon ein bisschen ja mies ist irgendwie. Das passt alles nicht zusammen. Da, naja, ihr fehlt im Grunde genommen das Kurzzeitgedächtnis. 5 Minuten Zeit im Grunde genommen. Okay. Würde hinkommen. Sagt natürlich sehr interessante Sachen aus einem neuromedizinischen Standpunkt darüber aus, wie das mit der... Aber ey, lassen wir das mal. Ich würde die Shadowlark nur fragen, aber du bist dir sicher, dass sie nicht irgendwie beeinflusst war? Irgendwie unter Drogen gesetzt oder magisch? Die da? Ja, als du sie umgebracht hast. Was geht mich das an? Nur wenn es dir aufgefallen wäre, weil man erkennt ja, ob jemand torkelt oder sich nicht richtig auf den Beinen halten kann oder sowas. Nö, ist ziemlich gerade gelaufen. Okay. Okay. Hab sie dann in die Kanalisation reingezogen. Ja, das wissen wir. Haben wir gesehen, ja. Nichts für ungut, aber du solltest ein bisschen daran arbeiten, deine Spuren zu verwischen. Ach, brauchte ich nicht. Bisher. Und dann hast du sie bei Snatch and Grab weggebracht? Ja, mache ich immer mit meinen Leichen. Ist ja einfacher, als sie irgendwo in den Fluss zu werfen oder zu verbrennen oder so. Effizient, ja. Außerdem kriegt man dann noch Geld dafür. Ja, wenn man Abnehmer hat. Kleiner Nebenverdienst. Hey, man nimmt, was man kriegen kann. Ja, wie gesagt, nur um das Studium zu finanzieren. Genau. Das Studio. Ich lache übrigens im Spiel mit bei weitem nicht so dreckig. Es tut mir leid. Ich glaube, das wäre tatsächlich eigentlich alles, was wir wissen wollten. Du Schwier. Ja. Du Sau. Wie könntest du mich töten? Für Kommt Geldkindchen mache ich ziemlich viel. Da hätte ich mal eine Frage. Du bist ja relativ hübsch.
nur ein Scherz. Entschuldigung. Zieht so eine Augenbraue hoch. komm, Sarah, wir gehen. Vielen Dank. Sarah, es macht keinen Sinn, sich über müssen sie aufzuregen. Müssen sie anzeigen, sie ist eine Mörderin. Nein, nein, Sarah. Sie ist eine Pistole in der Hand von Lady Bathurst. Eben. Wir müssen primär Warum? Die Person anzeigen, die das Ganze überhaupt erst in Auftrag gegeben hat. Anzeigen? Ich glaube nicht, dass Lady Shadow... Wer wird uns glauben? Lady Shadow... Shadowlark. Shadowlark, genau. Ich glaube nicht, dass sie vor Gericht aussagen wird, um Lady Bathurst zu belasten. Nein, ja. Das können wir auch nicht erwarten. Können Sie denn noch konfrontieren damit? Und vor allen Dingen Ihren Verlobten. Was ja sowieso nochmal eine ganz andere Sache ist. Das, ist er bei James, hieß er, ne? Mhm. Was mit deinem James da los ist. Das ist mir noch ein bisschen schleierhaft. Naja. Ich würde aber noch eine Verzauberung tippen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht so richtig. Also, wir haben ja noch nicht zusammen gewohnt. Vielleicht haben wir uns ja wirklich verabschiedet und so. Naja, aber dass er dann sich in so kurzer Zeit, 2 bis 3 Wochen, einfach mit jemand anderem verlobt und die Hochzeit so schnell anberaumt wird, spricht schon dafür. Also normalerweise, wenn die Verlobte verschwindet, dann macht man sich doch Sorgen und sucht die und nicht, ach ja gut, dann verlobe ich mich mit jemand anderem. Das stimmt. Das würde mich interessieren. Wann genau war der Tag von Sarahs Ableben? Vor ein paar Wochen. Na, ich frag die Dings. Du musst mir jetzt kein konkretes Datum sagen. Das heißt, wenn ich quasi das konkrete Datum von der Dings höre. Und ja, ich kann dir das Datum sagen, ja. Ja, also. Irgendwie 2 Wochen her oder so. Ja. Das heißt, wir haben schon mal einen konkreteren Zeitrahmen. Ich glaube, ich würde tatsächlich versuchen, irgendwie mit James in Kontakt zu treten. Frage ist da, wie machen wir das? Ich würde dann noch ganz kurz interessieren, sorry, wenn ich da gerade so lasst uns vielleicht erstmal aus der Wohnung von der Shadowlark rausgehen, es sei denn, wir haben noch weitere Fragen. Ja, genau. Das stimmt. Ja, ich wollte nur mal gerade wissen, wie ist die im Moment so drauf? Wirkt die irgendwie so nach dem Motto so, okay, die haben es irgendwie gecheckt, das ist Business und die versuchen jetzt nicht, mich gleich zu überfallen, oder ist die immer noch sehr on-edge? Scrutiny-Check. Ein Scrutiny-Check. Was muss ich dafür würfeln? Ich habe kein Scrutiny. Flippen, Cunning und Ziel ist 10. Fate-Deck, ne? Mhm. Genau. Das Ziel ist 10. Cunning habe ich minus 1. Das wäre 2. dann überlege ich mal. Bube ist eine 11, ne? Und eine 10 brauche ich. Mhm. Dann nehme ich meinen Buben in die Hand und lege ihn weg. Okay. Dann gelingt dir das und du schätzt sie wirklich als jemanden an, der halt relativ gefühlskalt ist. Und du bist dir sicher, dass die euch zumindest also jetzt nicht einfach so gehen lässt und dann das auf sich beruhen lässt, dass ihr einfach nur da wart. Wahrscheinlich wird sie schauen, was ihr macht. Falls ihr irgendwie vorhabt, sich zu verraten, wird sie wahrscheinlich handeln. Also so schätzt du sie ein. Okay. Nun. Also sie scheint nicht so naiv zu sein, einfach nur irgendwas zu erzählen und dann die Leute rauszulassen. Und dann werden mich schon nicht verraten. Aber sie sieht nicht aus, als würde sie, sobald wir versuchen rauszugehen, Feuer auf uns zu richten. Ja. Nee. Okay. Lady Sherlock. Nun, er arbeitet ja in einem sehr speziellen Metier und
unser Problem ist ja nun, diese Waffe, die ihr nun mal seid, ist ja für uns jetzt weniger interessant. Wir interessieren uns eher für denjenigen, der sie abgefeuert hat. Wir möchten natürlich auch mit euch eine Übereinkunft finden, in der wir uns nicht ins Gehege kommen müssen. Was schwebt euch da denn vor? Was schwebt euch vor? Wie könnt ihr uns dabei helfen, Lady Bowhurst dingfest zu machen? Oh, das ist nicht mein Metier. Ja, seht ihr, nun stehen wir schon mal bei euch in der Wohnung und wenn wir es nicht schaffen, Lady Bowhurst dingfest zu machen, dann müssten wir die Waffen dingfest machen. Und das ist ja wohl nicht in eurem Interesse. Wurde auch der Auftrag mündlich erteilt? Das ist so üblich. Gut. Wie habt ihr eure Belohnung erhalten? In bar. Direkt während des Auftrags? Mhm. Von Frau Bowhurst oder von einem Gesandten? Von einem Abgesandten. Sie hat so einen komischen Butler. Der so nasal spricht. Genau der. Ah. Oh. Schau nur ganz kurz so. den haben wir schon kennengelernt. Allerdings. Ah. Russell hat von dem Albträume irgendwann. Nein. Junge, Junge, Junge. Verhandeln mit einem Auftragskiller. Mir ist scheißegal, was ihr mit denen macht. Also, solange ihr mich da rauslasst. Das kriegen wir hin. Ja. Geschäft ist Geschäft und das Geschäft war, die da um die Ecke zu bringen. Habe ich gemacht. Haben wir Geld gekriegt. Ich glaube, wir kriegen die Bowhurst doch so einen Arsch. Also. Ja. Dieser Butler wirkte schon so, als würde er alles aufschreiben, ne? Besorg mir irgendein Dokument, wo sie drauf unterschrieben hat und ich lasse sie dir auf allem unterschreiben. Ah, ja. Das heißt, ich bin wir froher und froher, dass wir zusammengefunden haben. Sarah meldet sich dann zu Wort. Wir müssen James vor dieser schlimmen Person warnen. Der wird sie heiraten. Das machen wir. Das ist eine sehr gute Idee. Lady Dark Shadow Lark. Shadow Lark. Shadow Death Killer XXX13XXX. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gehe davon aus, dass wir uns nie wiedersehen werden. Mich würde es auch freuen, wenn wir uns nie wiedersehen würden. Und ich nehme so Sarah mit nach draußen. Wenn ihr keinen habt, bezahlt, der für euren Kopf bezahlt? Wahrscheinlich nicht. Ah, bisher nicht, bisher nicht. Hoffen wir mal. Wir könnten uns ein paar Feinde machen. Warte ich von ab. Ja. Ich glaube, da ist es schon zu spät. Ja, der Zug ist definitiv schon abgefahren. Für Verity auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Oh. Meine Güte. Okay. Ja, gut, Leute, lasst uns gehen bei ihr. Ja. Wir hauen ab. Erstmal ziehen wir Sarah wieder ihren Mantel und ihr Hütchen auf, damit sie unerkannt wieder zurückgehen kann. Das ist die Frage, so Reihenfolge von den Sachen, die wir machen wollen. Ich bin immer noch dafür, dass wir mal mit James reden. Ja.
Finde ich auch gut. Wenn ich da mal einen Vorschlag machen dürfte, Josephine war noch nicht so wirklich auf dem Anwesen. Ja. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn du irgendwie, die haben ja jetzt auch nicht wirklich drauf geachtet, wer das Gelände betritt. Da hinten wuseln lauter Leute rum. Mhm. Vielleicht schafft man es sich da irgendwie einzuschleichen. Und dein Gesicht hat man dort noch nicht gesehen. Frage ist nur, ich weiß halt auch nicht, wie James aussieht. Finde ich ihn überhaupt? Das können wir uns ja von Sarah erzählen lassen. Ich muss nur zugeben, alleine will ich da jetzt auch nicht unbedingt rein. Nimm den großen, starken Mann mit. Ja. Die Frage ist, im Endeffekt, hat ja auch nur der Butler euch beide gesehen. Das heißt, die einzige Person auf diesem Anwesen, die sich eventuell an euch erinnert, ist halt er. Wenn wir es schaffen, unter seinem Radar irgendwie zu bleiben, dann ist es ja auch kein Problem, wenn er mitkommt. Die Frage ist halt auch, was genau wir dann vor allen Dingen erstmal erreichen wollen. Hochzeit sprengen. Also, ich würde, wenn wir eh auf das Anwesen gehen, würde ich vorschlagen, dass Josephine mal eine Kleinigkeit vorbereitet, die wir dort vielleicht in den Getränken verteilen können. Sicher ist sicher. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und vielleicht schaffe es, vielleicht haben wir Glück und James läuft irgendwo auf dem Gelände rum und man kann den mal beiseite nehmen und mit ihm reden. Mhm. Und ich würde noch versuchen, ob ich vielleicht ins Haus reinkomme, weil nachdem die gute Dame ja oder die Familie dieser Dame ja auch Geschäfte für die Gilde erledigt, gibt es da sicher was, wo eine Unterschrift von ihr drauf ist. Und das hätte ich gerne, dass ich eine Vorlage habe. Dokumentenfälscher for the win. Ich bin eigentlich auch schon, ich entwerfe im Kopf gerade auch schon ein Flugblatt, weil ich meine, sie sind ja angesehene Leute. Man kann das ja ändern. Und Flugblätter irgendwo in der dunklen Gasse, da mal eins liegen lassen, dort mal eins liegen lassen, das Gerede wird dann schon laufen. Hm. Also das designe ich schon. Okay. Cool. So läuft das. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja gut, also Josephine wird, geht Abraham dann mit oder Russell? Ich gehe auch erstmal mit. Nee, auf gar keinen Fall, also. Russell. Die Frage ist, was machst du in der Zwischenzeit? Ekel. Ich weiß nicht, konnte man noch weiter um das Anwesen rumgehen? Ja, halt weiträumig schon, klar. Mhm. Ist halt ziemlich groß. Wenn die das quasi hinten ja so Pavillons und so aufbauen, kann man ja mal gucken, ob der vielleicht da irgendwie draußen so rumwuselt. Mhm. Okay, dann könnte ich da irgendwo auf dem Gelände aufhalten. Ja, und Josephine und Abraham wollen James suchen, ob der da irgendwo rumstromert oder was. Und ein paar, wie heißt das, Laxative? Ich weiß nicht, Laxatives ist auf Englisch, ich habe keine Ahnung, wie es auf der Abführmittel. Ein paar Abführmittel hier und dort platzieren. Möchtest du einen Flip dafür auf Alchemie von mir haben? Ja, bitte, gegen die 10. Okay. Gucken, ob es diesmal funktioniert. Flip. Hat das funktioniert bei dir? Ja, also man 9, okay. Ich habe noch plus 3 auf Alchemie, also habe ich die 10 erreicht. Boah. Gut. Dann mach doch jetzt auch nochmal einen Flip auf Stealth, um das irgendwie heimlich irgendwo in dem für die Angestellten relevanten Stealth auf die 10. Sekunde, Stealth. Habe ich plus 6, also ja. Boah. Läuft. Okay. Ninja. Ninja Josephine. Traurig. Ich bin ein bisschen schade, dass das das falsche Arcana-Dingens ist, weil wäre es ein Tome. Warte. Das ist eine wäre es ein Tome gewesen, dann hätte ich noch extra Boni gekriegt. Wobei, warte. 10 muss ich erreichen, richtig? Mhm. Ich flippe meine... Moment, falsche Seite. Yeah. 5, ja. Tome und
Kriege dadurch. Aber dafür die richtige Suit, ja. Ja. You may make a notice or scrutiny challenge against a nearby character or location with a +2 in the duel. Nee, +1 in the duel. Das heißt, sollte ich in dem Bereich demnächst eine Scrutiny oder Notice Challenge machen wollen, um irgendwas herauszufinden, kriege ich, darf ich eine +2. Ja. Ja, dann also so eine Karte mehr oder positiven Flip oder was? Ja, einen positiven Flip, ja. Ah ja. Dann kannst du mir das vielleicht mal machen, weil du suchst den James ja auf dem Gelände für Notice. Genau, dann mache ich das. Gegen die 10. Ja, hast du 10 bei. Ich habe Notice sowieso +5. Läuft. Oder warte, sogar mehr. Das ist halt nicht das, was ich kann. Ja, +5. Ja. Ja. Läuft. Ja, tatsächlich seht ihr den da der ist etwas weiter hinten im Garten, vor so einem kleinen Springbrunnen, den sie da irgendwie gebaut haben, und der da läuft und steht da und betrachtet den Sternenhimmel. Ist sonst noch irgendjemand bei ihm? Jetzt gerade nicht. Könntet euch dahin begeben und mit ihm alleine reden. Dann würde ich mal sagen, tun wir das. Es ist schon so spät nachts. Ja, ja, ihr habt ja jetzt, seid ihr mal zweimal quer durch die Stadt gelaufen. Okay, ja, genau. Ah. Also, wenn die beiden mit dem reden, wenn wir uns anwesend quasi gelaufen sind und wir an derselben Stelle ungefähr wären, können wir auch mal die Augen offen halten, damit die auch ungestört bleiben zu dritt. Ja, ich wollte ja gerne ins Haus. Ja, ich ja nicht. Gut, dann draußen. Josephine und Abraham stellen James quasi. Ja. Dann los. Ich würde mich mal im Hintergrund halten. Verdammt. ich gehe zu ihm. James, nehme ich an. Oh, guten Abend. Guten Abend. Was haben Sie denn hier auf dem Gelände? Ich kenne Sie gar nicht. Sind Sie bekannt mit dem neuen Gärtner? Wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen. Warum? Naja, weil er neu ist. Stimmt. Vielleicht sind Sie mit ihm befreundet? Nein, tatsächlich nicht. Nein, eigentlich bin ich hier, um eine Frage zu stellen. Okay. Sagt Ihnen der Name Sarah Burroughs was? Ja. Dann ist Ihnen wahrscheinlich auch sicherlich bekannt, dass sie vor kurzem verstorben ist. Wie verstorben? Verstorben. Oder genau genommen getötet worden. Nein, sie ist mit dem Gärtner durchgebrannt. Nein. Sie wurde von einer Auftragsmörderin umgebracht. Wohlgemerkt im Auftrag von Lady Bathurst. Bitte was? So in etwa war ihre Reaktion auch. Und bevor du fragst, oder sie fragen, es wurden ein paar Experimente von einem Nekromanten an ihr gemacht und sie konnte sich losreißen und war plötzlich verwirrt, warum sie tot ist und ihr ehemaliger Verlobter plötzlich jemand anderen heiratet. Ja. Macht mal einen Convince-Check. Verdammt. Gegen die 12. Convince geht auf. Convince geht auf. Moment. Charm? Intellekt oder so? Intellekt. Das würde ich gerne versuchen. Ja, ich habe zwar keinen Skill, aber
Ich habe Intellekt plus 2. Mhm. Das heißt, ich flippe auf die Minus, auf die plus 1. Und ich würde das gerne ersetzen mit meiner Dame. Ja, läuft. Sarah ist umgebracht worden? In der Tat. Wenn du uns nicht, wenn du uns nicht glaubst, sie ist immer noch in unserer Obhut. Wo? Ganz kurz, haben wir Sarah eigentlich mitgenommen hierhin oder haben wir sie wieder in die Wohnung gebracht? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie in der Wohnung ist. Ja, ja, ich auch. Wie weit ist der Weg von unserer Wohnung hierher? Ja, so eine halbe Stunde. Wenn du eine halbe Stunde Zeit hättest, könnten wir dich zu ihr bringen. Kannst du dich vergewissern, dass sie es wirklich ist? Alternativ können wir uns auch wieder hier in der Gegend treffen. Schlag ein Lokal vor, wir kommen dahin mit Sarah. Wo soll ich hinkommen? Wo ist sie? Du kannst direkt mit uns mitkommen, wenn du möchtest. Gut, dann gehen wir. Okay, wir gehen Arm in Arm quasi mit dem Typen mit. Vollgas, James. Mhm. Ja, dann wenn ich das sehe, dass sie sich dann aufmachen würden, würde ich dann auch schnell wieder zurückgehen quasi. So, ein Veritier wollte sich ja ins Haus schleichen. Mach mal einen Stealth-Check, um mal ins Haus zu kommen. Gegen 10. Oh, sieht gut aus. Damit wäre ich bei 15. Mhm. Und dann einmal Notice, um hier Dokumente zu finden irgendwo. Habe ich nicht, auf was geht das? Notice. Cunning. Cunning, genau. Ja. Auch gegen die 10. Dann sind wir bei 15. Auch läuft. Okay, dann kannst du eins mitgehen lassen. Und für den Weg raus brauche ich auch nochmal Stealth gegen die 10. Jo. Mein Läuft. Hoffentlich müssen wir nicht mehr kämpfen. Die ganzen guten Karten sind dafür. Das war das Problem der letzten Gruppe. Uiuiuiui. Gut. Da sagst du was. Ja. Sehr schön. Ja, dann macht ihr euch auf den Weg quer durch die Stadt wieder zurück zu eurem Haus. Ja. In der Zwischenzeit. Mal eine ganz blöde Frage. Ihr führt jetzt James sehenden Auges dorthin, wo wir wohnen? Ja. Nö. In ein Lokal in der Nähe. Dann holen wir Sarah und bringen sie dahin. Gut, ja. Dass die zwei Turteltäubchen sich wieder sehen können. Weil ich finde es etwas schade, dieses Haus vielleicht überstürzt aufgeben zu müssen. Ja. Nachdem du es dir schon zuletzt so rüde angeeignet hast. Dann würde ich sagen, die Aneignung war nicht rüde, ja? Also. Okay. Ich würde dann sagen, dass du dann mit James im Lokal bleibst, während ich Sarah hole. Ja. Machen wir das dann. Ja, geh ich halt. Ich wollte dann mitten im Lokal die Präsentation machen. Ja. Können wir eventuell gucken, dass wir ein Lokal finden, das eventuell auch, also so wie halt die Taverne ähnlich, dass da irgendwie Räume sind, die man vielleicht privat für ein paar Stunden anmieten kann? Notfalls geh ein Bordell und frag nach einem Zimmer. oder wir gehen einfach in eine stille Seitengasse. Nee, glaub. Ich weiß nicht. Also, wenn wir die Möglichkeit gibt hätten. Gibt bestimmt einen Salon mit Separés oder sowas. Ja. Wir haben uns ja hier so ein bisschen umgetan. Vielleicht irgendwo, wo ich mal gearbeitet habe als Hausschmeißer, da gibt es irgendwie ein Privatzimmer, das man mal benutzen kann. Ja. Oder halt vielleicht sogar ja in dem Etablissement, wo Russell halt Koch ist. Vielleicht gibt es da irgendwie sowas wie... Ja, sowas. Ob ich das klar machen könnte? Ich bin ja nur Tellerwäscher. Ja. Besser, aber da kann man bestimmt mal nachfragen. Ja.
Dann habt ihr da zumindest eine Verbindung. Ja. Ja. Das, da würden wir uns hin orientieren. Ja. Gut. Dann werdet ihr da irgendwie ein Zimmer anmieten oder so. Ja, ja, ich kann auf jeden Fall mal mit dem Leiter da quatschen. Genau. Dann. Ja. Mach mal einen Convince-Check für den, ob der da irgendwie... Ja, da ist schon das erste Problem. Das geht auf... Intellekt. Ja, da habe ich schon mal minus 2. Das ist ja schon mal schön. Aber der ist ja wohlgesonnen, deswegen gegen die 6. Okay. Ja. Das ist eher unschön. Aber dann würde ich doch... Wozu hat man Feldkarten? Richtig, dann würde ich mir hier diese 9 benutzen. Jo. Dann komme ich auf eine 7, das sollte dann reichen. Ja, reicht, genau. Dieser Koali, der will uns nur die Karten aus der Tasche ziehen. Er will uns umbringen, wenn es gleich zur Sache geht. Umbringen. Ja, Rai, guck mal, der weiß, wie die Sache läuft hier. Ja, genau. Das lief, glaube ich, gestern auch schon so. Wie war das mit Schicksalspunkte? Scheint sein, die in allen Spielen läuft. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Gut. Na, dann komme ich so zu einer anderen. Okay, geht klar. Wir haben Raum Nummer 4. Gut, dann gehe ich Sarah holen. Achte halt ja darauf, dass sie, also geh erstmal hin und sag ihr, dass sie mit James reden kann, wenn sie möchte. Was? Jetzt? James? Jetzt, genau. Aber er dachte so, wie ich übrigens, aussehe? Du wirst nie wieder anders aussehen. Oh. Ich ehrlich? Nimm das! Es ist halt im Endeffekt so, ne? Sie wollte es einfach nicht. Wow, wow. Ja, ja. Wir haben die sonst immer so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst. Jetzt packst du er dachte übrigens, du wärst mit dem Gärtner durchgebrannt. Was? Mit dem Ich kann dazu nichts sagen, aber ich denke, es wäre ganz gut, wenn ihr euch da aussprecht. Und wie gesagt, wenn du überhaupt nicht möchtest, dann verstehe ich das, dann gehe ich zurück und sage was. Doch. Okay, gut. Vielleicht, weiß nicht, kann ich das Kleid von gestern nochmal anziehen? Natürlich, alles was du möchtest. Das war irgendwie schöner als das hier. Ja, klar. Dann würde ich ihr halt die ganzen Klamotten zurechtlegen, eventuell noch mal ein bisschen helfen. Beim Styling, Haare ein bisschen schöner machen. Haar so, pff, oh, Büschel, oh. Nein, ich würde schon sanft. Keine komischen Zöpfe oder so. Nee, und dann würde ich sie halt dorthin bringen. Damit die beiden sich wiedersehen können. Mensch, das wächst sich ja noch fast zu einer romantischen Geschichte aus. Ich bin erstaunt. Es hat halt mit einer angefangen im Endeffekt, ne? Ich dachte, es würde nur noch Mord und Totschlag geben hier. Ich bin froh, dass es das nicht tut. Noch ist der Abend nicht zu Ende. Das ist wahr, ja. Ja, ja gut, dann bringt er sie ausgetakelt und aufgestylt, vielleicht etwas... mehr Puder, als man normalerweise auflegen würde, um die verrottende Haut etwas zu verdecken auf dem Gesicht. Führt er sie in Zimmer 4, hatte Russell gesagt, ne? Zimmer 4 war es, genau. Genau, in Zimmer 4. Und der Barkeeper guckt nur so, aha, mhm. Zimmer 4, so. Ja. Und ich nick dem so zu, so, ja, ja. So. Drei Frauen, und, drei Männer. Ja. Und wir klären das irgendwann an Äpperschnapszahlen, ja? schon klar. Von mir. Ich mach so den. Gut, dann genau, bringen wir sie hin und
Ja, irgendwie vor der Tür, irgendwie so, merkt ihr, dass Sarah so total nervös wird und irgendwie so mit den Füßen scharrt, so. Ich fasse ihr an die Schulter. Und mache aber die Tür auf. Ja. Ja, wenn ihr reingeht, schaut James erstmal so einen kleinen Augenblick in ihre Richtung. Und es dauert so ein, zwei Momente, die so unendlich lange wirken, bis er dann nach vorne stürmt und Sarah in die Arme nimmt und sie vorsichtig auf die Stirn küsst. Und irgendwie fühlt ihr, die euch jetzt irgendwie da herumsteht, schon ein bisschen komisch, weil das, ja, man fühlt sich so ein bisschen so Fehl am Platz. Das ist so ein privater Moment irgendwie gerade. Ja. Man guckt ganz dezent zur Seite. Also genau so, okay. Ein schönes Bild mit einem Hirsch an der Wand oder so. Ja. Ich will dann auch die Tür hinter uns zuziehen. Ja, ja, das will ich wahrscheinlich übernehmen. Ich kann mal wahrscheinlich damit rein. Ja, und dann sagt sie halt, also erklärt sie, wer ihr seid und dass ihr ihr geholfen habt, aufzuklären, was mit ihr passiert ist und dass sie nicht mit dem Gärtner, wie konntest du denn denken, dass ich das gemacht habe? Und so, ja. Und, ja. Andererseits, wir dachten, dass er zusammen mit Lady Bathurst sie umgebracht hat, also von daher. umgebracht. Hält sich die Waage, passt schon. Ja, er schüttelt so dann irgendwie mit dem Kopf und denkt so, diese fürchterliche Frau hätte mich fürchterlich abgezogen. Sie wollte wahrscheinlich nur an meine Erfindung. Ging dafür über Leichen. Das habe ich mir auch direkt gedacht. Wie kommt es eigentlich, dass du eingewilligt hast, zu heiraten? Naja, Sarah ist ja mit dem... Sie hatte... War doch mit dem Gärtner und so. Ich war ziemlich niedergeschlagen. Gebrochene Herzen. Ich dachte, du hättest mich sitzen lassen. Nein, das würde ich doch niemals tun. Ja, das sehe ich jetzt auch. Und irgendwie wäre... Er drückt noch mal ein bisschen fester zu und man sieht ja, unsere Liebe besiegt sogar den Tod, nicht wahr? Alles klar. Okay. Ja. Alleine? Ja. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie einen Weg herausfinden, wie wir beweisen können, dass Frau Bathurst diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Beziehungsweise über ihren Butler, weil das wissen wir auch, der Butler hat den Mord in Auftrag gegeben für sie. Wahrscheinlich knallt der Butler die Alte auch noch. Der Butler hat auch nur seinen Job gemacht. Das ist sie, die wir reinkriegen müssen. Ja. Was habt ihr vor? Ja. Naja, wir gehen mal davon aus, dass die Hochzeit jetzt nicht mehr stattfindet. Das ist schon mal gut. Vor allen Dingen wird plötzlich eine ganz schreckliche Magen-Darm-Krankheit das Personal befallen. Ich werde diese Frau auf keinen Fall heiraten, aber naja, sie hat so viel Geld in meine Maschinen gesteckt. Wir müssen sie auf jeden Fall dran kriegen. Und die Maschine zurückkriegen. Das auch. Ja. Kommt ihr mal wieder ins Haus zurück. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder in unsere WG, ne? Ja. Ich hoffe, du hast noch ein paar Zimmer frei. Schlachtpläne. Genau, Schlachtpläne mit der Schlachtplatte. Okay, was ist jetzt der Plan dann, um die Frau dran zu kriegen? Macht er die Flugblattaktion? Oder? Ich denke, wir machen die Flugblattaktion. Ja, ich meine, Nekromanten, es ist ja auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Vor allem nicht, wenn man mit der Gilde befördert.
Und es ist den Toten gegenüber ja ziemlich unfair. Deshalb würde ich einen Brief von Lady Boathurst an Peter Cornelius fälschen, nach dem Motto, dass sie da ein Problem hat und jemand loswerden muss. Und dieser Brief würde natürlich bei der Gilde landen. Mit ihrer eigenen Unterschrift. Das ist schon sehr Next-Level-Intrige. Mhm. Vielleicht gibt es ja so eine, ich weiß nicht, haben die Death Marshals so ein Post Office, wo man sowas hinschicken kann? Ja, sie haben zumindest ein, also im Gildenhauptquartier einen Stützpunkt, ja. Ich meine, ich würde das schon sehr gerne sehen, so bei einem angenehm beim Kaffee sitzen, während dann so die Death Marshals auf dem Boathurst-Anwesen einreiten. Wenn du magst, kannst du selber der Überbringer dieses Briefs sein. Lieben gerne. Weil die Garde hat ja auch weibliche Offiziere. Ich kann dir sagen, wo du eine Bar finden wirst, wo du in Kontakt mit weiblichen Gildenoffizieren kommst, und dann kannst du einfach einer von denen diesen Brief zustecken. Das würde ich absolut machen. Lieben gerne sogar. Und vor allen Dingen, ich gehe da nicht Angst... nochmal rein. Ja, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall musst du auch keine Angst haben, dass du für irgendwas dran kriegst, weil ich würde ungern irgendwie mit Gildenmitgliedern in näheren Kontakt treten. So schlimm ist es für mich nicht. Ich gehe da gerne hin. Ja. Ich stelle das Knabberzeug für uns andere. Okay. Um den Sieg zu feiern. Richtig. Ihr habt noch ein bisschen Popcorn für das schöne. Was ihr dann die nächsten Tage feststellen werdet, also die James und Sarah verschwinden von der Bildfläche. Also die seht ihr jetzt so bald nicht wieder. Die Hochzeit ist natürlich abgesagt, offiziell aus dem Grund, dass dass das Personal erkrankt ist und fürchtet, dass irgendwann musste verschoben werden. Und als dann ein paar Tage später tatsächlich euer Brief auf mysteriöse Weise ins Gildenhauptquartier gelangt ist, eine Untersuchungsabteilung der Death Marshals tatsächlich bei Lady Boathurst aufkreuzt. Wird sie sich wahrscheinlich um Kopf und Kragen reden müssen. Zumindest wird sie abgeführt, das könnt ihr beobachten. Was dann später aus ihr wird, also es gibt keine große Verlautbarung oder so, was mit ihr passiert. Wenn ihr das Anwesen weiter beobachtet, wird sie jetzt erstmal ein paar Tage auch nicht mehr zurückkehren. Und es vergehen dann so ein, zwei Wochen. Und dann erhält Verity tatsächlich an ihre Adresse, weil sie ist ja die Hauseigentümerin, einen Brief. Und wer schreibt mir denn? Da schreibt dir jemand, also es ist kein Absender auf dem Briefumschlag drauf, sondern einfach nur ein Botenjunge, der den Briefumschlag irgendwie dir, ja, mit so einem ganz einfach nur zugeklebten Briefumschlag überreicht. Relativ einfach aussehenden Brief. Wenn du ihn aufmachst und ihn liest, könnt ihr dann lesen: Liebe Frau Noble, liebe Frau Wheeler, lieber Herr Winston und Mr. McGregor. Wir können euch gar nicht genug danken für das, was ihr getan habt. Wir können uns kaum vorstellen, was alles passiert ist und welche Hindernisse ihr zu überwinden hattet. Aber mit eurer Hilfe haben wir zumindest unsere Hindernisse hinter uns gelassen. Wir haben einen sicheren Platz gefunden in der Quarantänezone. Und wir hoffen, eines Tages die Zone ohne Angst vor der Gilde verlassen zu dürfen. Wir stehen für immer in eurer Schuld. James und Sarah. Die Liebe siegt, Mann. Ja, ja. Das ist eine etwas komische Nekrophilie, aber hey.
Tja. Wie auch immer. No judgment. Er wollte haben das. Er wollte haben das. Ja, Mann. Mach Abendessen. Termin mach Salto. Ja, und so endet das, das Abenteuer um Sarah ohne Kampf. Also wurde in einer anderen Gruppe umso mehr gekämpft. Ja. Ein breites Spektrum der Möglichkeiten. Genau, es gibt wirklich alles Mögliche ist möglich in diesem System, ja. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Dieses war schön. Kleine Detektivgeschichtchen der etwas anderen Art mit euch zu durchleben. Und ich denke, unseren Zuschauern hat es auch ganz gut Spaß gemacht. Heute hatten wir starke Konkurrenz gleichzeitig, aber es werden bestimmt einige noch nachsehen wollen, irgendwie auf YouTube. Ja, Ja, damit sind die Through the Breach One-Shots erstmal abgeschlossen. Vielleicht geht es irgendwann mal weiter mit in dieser Welt, in dieser merkwürdigen Welt. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken in dieser Stadt. Zwei Fraktionen, die Gilde und die Resurrectionists, habt ihr jetzt ja irgendwie ein bisschen kennengelernt, wenn ihr die beiden One-Shots irgendwie verfolgt habt. Und es gibt noch einiges mehr in dieser Stadt und es gibt so wenig Zeit, so viel zu entdecken. ich kann das System nur empfehlen, also das Setting zumindest. Das System würde ich nicht unbedingt so hundertprozentig empfehlen, aber das ist bei mir ja immer der Fall, dass ich Systeme nicht so geil finde. Aber das Setting ist auf jeden Fall ein richtig schönes und so viel von mir. Was meint ihr zu dem ganzen Ding? Ich fand es auch sehr schön, mal was anderes als so das typische Fantasy und sowas. Ja. Also mir hat das Setting auch sehr gut gefallen. Genau. Ja, ich mag das Setting auch sehr. Ja. Das ist mir auch für Tabletop etc. Wo ich auch persönlich sagen muss, dass das, die Regel und so, das, der lässt sich drüber streiten. Gut oder nicht, aber das Setting reißt halt raus. Das ist halt sehr, ist halt einfach so geil, vielseitig und das war schon cool. Ja. Vielleicht kann man das Setting mal mit Savage Worlds oder so bespielen. Das, irgendwie sowas, ja. Oder mit Fate. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht du machen. Unwahrscheinlich. Ja, aber die Welt ist eben noch nicht so riesengroß. Also man kann viel erleben, aber das ist jetzt nicht so. Ich habe jetzt ein paar Mal bei DSA reingeguckt, weil ich das bisher nur vom Namen kannte. Und da denkst du so, ja, okay, die ganzen Regionen und alles, was es da gibt, wenn man die Welt nicht kennt, ist es echt, braucht man ein bisschen, um reinzufinden. Und ja, hier hat man eben Malifaux und ein bisschen Umland. Heißt nicht, dass man nicht auch tolle Abenteuer erleben kann. Wobei auch ganz viele Abenteuer, also gerade die Kampagnen, sich ganz stark auch mit dem Umland von der Stadt befassen. Also man hat halt immer diese Stadt, auf die man zurückkommen kann, die halt ja relativ begrenzt ist, aber trotzdem so viel Varianz bietet, dass man halt alles Mögliche darin finden kann. Aber das Umland, die Bayous, also die Sümpfe mit den ganzen Gremlins und mit den Hexen und die da drin leben und oder halt andere Plätze. Man kann Pilgergeschichten, so ein typischer Wild West, kleine Dörfer oder so, die von irgendwelchen Gangstern heimgesucht werden, irgendwie spielen. Also das ist, es ist schon sehr, sehr, also man, die Welt ist auch groß, aber sie ist noch sehr, sehr leer. Aber das ist ein Unterschied zu DSA wahrscheinlich, ja. Ja, also ich fand es auch super cool. Tatsächlich hat mich das fast schon motiviert. Ich spiele jetzt langsam mit dem Gedanken, mir Malifaux das Tabletop auch mal anzugucken. Mhm. Schlimme Dinge passieren hier. Ja. Und dann nach deinem ersten Ausflug in die Welt des Streamings, also Tabletop, RPG-Streaming, was auch immer. Ja. Also ich kann das Tabletop von Malifaux auch nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schnelles und schönes System. Ist ein Skirmish-System, wenn euch das was sagt. Also man hat wenige Figuren nur im Vergleich zu großen Tabletop-Systemen wie Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k. Und da ist das mit den Karten halt irgendwie noch geiler als jetzt hier. So irgendwie, weil man das halt ein bisschen strategisch ist. Ne? Das Kampfsystem ist fast genau das gleiche wie hier.
Aber dann halt auf einem anderen Level, weil du halt den Gegner auch hast, mit der auch ein Kartendeck besitzt und jeder halt sein eigenes Kartendeck und so. Und tatsächlich könntet ihr euren Charakter halt, wenn ihr eine Figur hättet, halt in dem Tabletop auch spielen, also mit den Werten, die ihr da besitzt, ne? Also es ist, wäre durchaus möglich. Und ja, die bieten halt auch sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Fraktionen und Figuren, die auch alle ihre eigenen Geschichten haben und so. Das ist schon sehr gut gemacht von dieser Firma. Und dann, man merkt auch das Herzblut, was bei denen da drin steckt. Wenn man sich die Regelbücher von Malifaux kauft, da sind ganz viele tolle, ausgearbeitete Geschichten drin. Und das lohnt sich, da mal reinzugucken. Also falls ihr das Spiel irgendwo mal im Handel, irgendwie im Regal sieht, es lohnt sich, das mal mitzunehmen. Ja, ich habe es damals im Umbreon zum Beispiel, habe ich mal so eine Einsteigerbox geschenkt und das Problem an dem ganzen Spiel ist, man braucht zwar nur so ganz wenige Figürchen, aber wenn man mal einmal damit angefangen hat, vielleicht war es der Kakko davon auch ein Lied zu singen, dann will man alles haben. Ja. Fängt irgendwie mit 5 Stück an, man kann damit super spielen und denkt so, aber ich will das andere auch noch und das noch. Ja, das richtig. Noch. Ich meine, man will ja immer so ein bisschen Variabilität haben, ne? Also immer mit demselben Team, das ist ja auch doof, dann willst du nochmal ein bisschen mehr von der einen Fraktion, dann denkst du aber, boah, Resurrection ist aber Neverborn, die sind schon ziemlich Und da gibt es ja dann auch immer verschiedene, ne, verschiedene Sparten. Die noch. Sind gut, die Neverborn. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich fand jetzt aber wirklich dieses Abenteuer dankbarer für eine Anfängergruppe wie das, was wir gespielt haben. Weil man startet schon mit relativ wenig Geld, kann sich relativ wenig Ausrüstung leisten. Und ich meine, mit der Garde direkt mal anlegen ist halt schon so wie bei Shadowrun, ach ja, Sedergrupp, was soll's. So, Gefühl. Ja, wobei ihr euch da auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert habt. Im ja, aber ich das weiß war so ein bisschen Kopf durch die Wand-Style, was ihr da getan habt. Ja. Ja. Also, man weiß ja im Vorhinein nie, was die Spieler machen. So, und ich find auch dieses Abenteuer in der Tat wirklich auch schöner, irgendwie. So. Einfach auch von der Geschichte her finde ich es schöner. Ja, ja. Es hat auf jeden Fall was, wenn mal eine Untote nicht da ist, irgendwie niedergemetzelt zu werden, sondern halt vor der Tür steht und sagt, könnt ihr mir helfen? Das, genau. Das war schon ganz, das war schon sehr nett. Ja, das war auch der Aspekt, den ich auch sehr, sehr sympathisch fand. Ja. Ja, wie gesagt, irgendwie, ich habe leider nicht die Zeit dafür, irgendwie so eine, die Runde jetzt hier in so einer regelmäßigen Runde zu machen, aber vielleicht findet sich ja irgendwer, der Lust hat, irgendwie das zu spielleiten. Die Abenteuer davon sind sehr, sehr gut aufbereitet, finde ich. Also wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, dann ist das kein Ding. Und so schwer ist das System jetzt auch nicht irgendwie zu verstehen. Und ja, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dann versucht das doch einfach mal. Tut mir ein bisschen leid, weil ich die Gruppe hier, die hier hat eine sehr schöne Chemie, aber... Vielleicht hast du ja irgendwann mal mehr Zeit. Ich glaube nicht, dass wir uns mit Händen und Füßen wehren würden. Genau. In der Tat. Wie gesagt, es ist ein Abschied auf Raten vielleicht. Also vielleicht findet man auch so, abgesehen von Malifaux auch mal zueinander, ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ja, also ich würde den Charakter auf alle Fälle mal da behalten. Die logische Entwicklung Klar. von dem wäre jetzt, dass er den Pursuit wechseln würde, definitiv. Mhm. Würde genau. auf Guard gehen. Ja, das hatten wir jetzt ja bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Irgendwie. Also wir hatten es angesprochen, aber noch nicht halt gehabt, weil man noch nicht irgendwie weitergespielt hat. Dass man ja die Klassen auch wechseln kann zwischen den einzelnen Szenarien. Abraham hat auch Teile seines Fates, glaube ich, erfüllt, ne? Die man sich vor dem Abenteuer gibt. Ja? Ja, auf jeden Fall ein Teil. Also The Red Woman Will Light the Path, das behaupte ich als erfüllt, weil die gute Sarah ja im roten Kleid aufgetreten ist. Es gab noch so dieses, also das ganze Fate ist, das erste ist egal. Das zweite ist, She Will Seek Into the Blessed Touch. Wir hatten jetzt keine Priester oder sowas, von daher nein. Und das andere war, but everything rots away in the end. Und das ist vielleicht ein bisschen, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber The Red Woman Will Light the Path. Also für die Erklärung für die Zuschauer nochmal, ist es irgendwie so, dass jeder Charakter am Anfang bei der Charaktererstellung ein Schicksal kriegt, eine
ein Satz aus mehreren Satzbausteinen, also zwei Sätze aus mehreren Satzbausteinen, und man für jeden Satzbaustein kann man quasi abhaken, wenn da irgendwann mal was irgendwie zugetroffen ist in dem Abenteuer. Und dann ist ein Teil des Fates erfüllt. Und wenn alle Fate-Sachen erfüllt sind, dann ist der Charakter quasi, hat er sein Schicksal erfüllt und man kann ihn dann beiseite legen und einen neuen erstellen oder halt trotzdem weiterspielen und kriegt dann ein paar Boni oder so noch dann wieder. Aber es ist halt so ein bisschen dafür gedacht, wenn man dann eigentlich mit dem Spielleiter so ein paar halt so Ideen zu geben, was er mit seiner Gruppe, also an selbst erstellten Plots halt spielen kann. Und dann hat jeder halt so ein Schicksalsspruch und dann kann der Spielleiter damit arbeiten und die verschiedenen Charaktere mit ihrem Schicksal konfrontieren. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Das war leider am Anfang, als das System rauskam, dass die einzige Möglichkeit, irgendwelche Plots zu spielen, also man musste sich alles selber ausdenken, da gab es keine Kaufabenteuer oder so, und ich bin da zu faul zu, meistens. Und deswegen war ich jetzt froh, als ich jetzt das Ding noch wieder entdeckt habe, dass es da inzwischen jede Menge Kaufabenteuer auch und Kampagnen auch gibt. Und die auch nur für ein Appel und ein Ei zu haben sind. Also so ein Kaufabenteuer für 5 Euro ist schon relativ günstig. Also ja, finde ich. Und die sind halt jetzt in dem Rahmen, in den wir jetzt gespielt haben. Das heißt, wenn ihr online spielt, so 2-3 Sessions. Wenn ihr am Tisch spielt, irgendwie so einen Abend lang, wahrscheinlich seid ihr in einem Abend durch. Und ja. Bin mit meiner Forge im Endeffekt immer noch glücklich, dass wir das nicht spielen, weil ich finde dieses "And you will die" am Ende bei mir immer noch sehr gemein. Wie man in dieser Runde gemerkt hat, muss mit dem Tod nicht alles vorbei sein. Ja, ja, aber nie. Ja, aber nie. Also, ich kann dich insofern beruhigen, sollte das passieren, dass du stirbst, nehme ich mir dein Grimoire, nehme mir dieses dann darfst du immer die Gliedmaßen und dann Gliedmaßen wiederbleiben und dann regeln wir das. Zu liebenswürdig. Vielleicht würde ich zwischenzeitlich auch auf Nekromant umswitchen, um noch ein, zwei weitere Spells davon zu lernen. Dann kannst du mich besser wiederbeleben mit meinem Grimoire. Finde ich gut. Ich gebe dir das auch bestimmt zurück. Ja, ja. Cool. Ja, danke schön, dass ihr das kleine Experiment mitgemacht habt. Falls ich irgendwann wieder Zeit dazu finde, irgendwie noch was vorzubereiten, komme ich ganz gerne auf euch zurück und schreibe euch nochmal an. Die Gruppe existiert ja bei uns im Discord immer noch. Und ist er aufgehoben, ist nicht aufgeschoben oder so. Oder wie gesagt, vielleicht findet ihr jemand anderen, der noch für euch ein Abenteuer leiten will. Oder dann geht das immer. Oder man trifft sich mal auf einem ominösen Nerdpool-Treffen und spielt das am Tisch oder so. Wer weiß. Du meinst auf diesem Feriencamp-Treffen? Was vielleicht? Irgendwann? Apropos, wenn ihr nicht wisst, was der Nerdpool ist, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch und da könnt ihr auch sehen, wann es die nächsten Streams gibt. Ich bin nicht der Einzige, der Rollenspiel-Streams macht, sondern da gibt es noch ganz viele andere. Bei mir geht es am Sonntag weiter mit Vampire the Masquerade. Und die anderen sind, glaube ich, auch noch hin und wieder irgendwo zu sehen. Wo gibt's dich das nächste Mal zu sehen, Kako? Das nächste Mal wieder bei Mischka, da wo wir wieder Schattenjäger spielen. Mhm. Nach dem Wacken bestimmt er war erst, ne? Richtig, genau. Nach. Ja, genau. Und Lilio gibt's auch bestimmt. Ich bin das nächste Mal in der Shadow Week bin ich zweimal mit dabei. Einmal bei D&D 5 und einmal bei Arborea. Seht ihr. Und Araiguma wird sich jetzt bestimmt auch auf dem Nordpol sofort jetzt nochmal mehr melden, damit er irgendwo anders noch mitspielen kann, weil wir ihn so angefixt haben mit dieser ganzen Sache. Genau. ich zieh ihn einfach mit. Irgendwo dabei bin, wo was fehlt, dann frage ich einfach nochmal nach. Das ist super lieb. Ja, Azrael führt schon eine Liste für Vampire, falls dich das interessieren würde. Azrael. Da könntest du auch mal so, ich hätte auch Interesse, wenn dich das System interessiert. Ja, ich würde. Vampire ist tatsächlich das erste, was ich im Nerdpool-Kontext gespielt habe, denn ich habe das auf der RPC gespielt bei Flocke. Ah, ja. Und das war schon ganz gut. Wir haben bösen Menschen aus von hinten Flöcke in die
Herz gejagt war. Und am 2. August kommt ja auch die neue Version von Vampire raus. Also in ein paar Tagen. Und da bin ich zumindest sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht machen wir in dieser Runde, ich finde, wie gesagt, ich finde die Konstellation auch sehr interessant, irgendwie, weil ihr euch sehr, 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 sehr gut untereinander unterhaltet. Vielleicht machen wir eine Vampire V5 Kurzgruppe mal auf. Ja, das gerne. Das müssen wir irgendwie mal testen müssen. Gerne. Wenn das nicht doch im August ist, gerne doch. Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal Zeit brauchen, das Ding durchzulesen. Also. Ja, und ich muss erstmal in Amiland die ganzen To the Beach-Sprüche kaufen. Siehst du, ja. Siehst du, haben wir schon direkt. Also, falls ihr auch Through the Breach haben wollt, wendet euch an Feramin, ja, über den Nerven und sagt, bring mir ein Through the Breach-Regelbuch mit und dann macht sie das. Dealer bist du dann. Genau. No. Haben Sie was zu verzollen? Nein. Nein. Diese 5 Bücher sind nur für mich und meine Freunde. Alles nur Reiselektüre. Das Hochzeitsgeschenk ist dann aus den Koffern raus, dann haben wir noch 2x23 Kilo frei wahrscheinlich. Mein Gott, was habt ihr denn? Alles klar. Bevor wir uns jetzt hier über Kopf und Kragen reden, sage ich mal tschüss und danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr auf YouTube nachguckt, unterlasst uns noch eine Bewertung oder einen freundlichen Kommentar. Dann freuen wir uns ganz doll und wir sehen uns auf dem Nordpol. Oder sonst irgendwo. Tschüss. Ciao. Ciao, bye.